Gar keine Vorstellung. Hallo und herzlich willkommen zum großen Community-Turnier heute am Mittwochabend mit dem fantastischen Team Limited, mit unserem Coach René, der alle Details für euch hat. René, du bist der Beste. Oh, Dankeschön. René, ich hasse René. Montag war es sogar. Oder vor einer halben Stunde. Schweine. Ja, es geht los. Ne? Ich habe zu viele Teams gezogen, dadurch ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Es tut mir sehr leid. Hast mir jetzt an rené@rocketbeans.de. Dann braucht ihr das Forum voll Spam. Könnt ihr direkt an mich alles mögliche Bilder schicken. Könnt ihr auch. Flo freut sich auch immer über Bilder. Ist eigentlich Teams, ist das ein Euphemismus für irgendwas anderes? Hello Team. Zu viele Teams gezogen? Ich habe zu viele Teams gezogen. Naja, 50% jetzt glücklicher, die können mitmachen. Ist ja auch schön, oder? Das Ganze, es gibt auch was zu gewinnen. Wer bis zum Ende kommt, ne? Also strengt euch an, dann kriegt ihr auch was. Einen fantastischen Preis. Ja, es gibt immer was zu gewinnen, wenn man bis zum Ende kommt. Ein Date mit René. Ja, Stefan hat mir irgendwas noch geschickt. Das machst du unten auf das der Boden. Das ist eine geile Geschichte. Weißt du nicht, wie ich deine Mutter kennengelernt habe? Witzige Geschichte. Ich gucke gerade mal, was Steffen geschrieben hat. Der hat nämlich geschrieben, die Top 8 und Top 3 bekommen ein Shirt. Und die Top 3 bekommen natürlich ein Shirt und einen fetten Preis. Und was ist auf Platz 3, wenn man hier das Turnier gewinnt? Man kriegt eine Festplatte. Deine Mutter unter dem Tisch? Also wenn man, richtig geil, oder? Also du meinst, wenn man Dritter wird. Nicht, wenn man die müsst ihr euch aber zu 5 teilen. Deswegen haben wir einen HDMI-Adapter hingelegt. Und kann jeder mit seinem Laptop drauf zugreifen. HDMI-Splitter. Das ist eine schöne 1-Terabyte-Festplatte, so eine kleine. Kann wie man fest ist denn die? Weiß ich noch nicht. Aber davon gibt es natürlich auch 5. Ne? Also wenn ihr Team gewinnt, kriegt ihr natürlich 5. Was ist denn Preis Nummer 2? Preis Nummer 2, das ist Ollis Lieblingspreis, da haben wir schon sehr lange drüber diskutiert. Ein echter AWP. Ein super HP-Drucker. So ein kleiner fürs Handy. Wer wollte nicht schon immer am Strand sitzen? Also ich schon. Und direkt dort am Meer irgendwie seine Fotos ausdrucken. Jeder gottverdammte Spanne will das. Ja, ne? Ich wollte tatsächlich mal so einmal kaufen. Gemacht habt, was, wenn wir Platz 2 machen, könnt ihr das dann? Mit diesem coolen kleinen. Wir Platz 2 machen? Ich finde nämlich wirklich ganz geil. Kriegen wir den auch? Dann kriegt ihr die noch. Ja, natürlich. Alle ein. Mega. Und ein T-Shirt. Aber es gibt dann wirklich immer nur eins davon, oder was? Und das Team muss dann sagen, wer war der Geilste von uns? Nein, es gibt 5 von allem. Aber dann ist ja gut. Aber gut, dass du fragst. Vielleicht hatte irgendjemand da draußen auch die gleiche Frage und die wurde damit jetzt beantwortet. Ja, es gibt ja 5 davon. Dann guck mal, die angeknusperte, da habe ich sogar dran geleckt. Und der erste Platz kriegt so eine geile Smartwatch. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sieht. Die ist aber von Razer, die Nabu Watch. Wurde uns auch von Expert gesponsert. Sieht super aus, ne? Da kann man alles mitmachen. Videos. Sieht ein bisschen aus wie eine G-Shock. Ja, sieht aus wie eine G-Shock. Ist halt irgendwas für besser Leute, die. Ist da eine Kamera G-Shock drin? Sich gerne. Nein. Alles drin. Gib mal her. Guck mal, wie fett die ist. Auf jeden Fall muss man damit Sport machen. Wer es nicht braucht, kann ich auch E-Sport machen. Mal gezwungen. Ich würde es ja bei eBay verkaufen und dafür Cases kaufen, aber das ist halt eine andere Sache. Ne? Können wir nicht einfach eine Leerpackung. Jetzt hast du es ausgepackt. Dann können wir es auch gleich mal zeigen. Ich bedanken dafür, weil wir haben das ja alles nicht gekauft und bezahlt. Nee. Guck mal, die ist richtig schön, ne? Ja, sieht aus wie. Wow. Wie heißt unser Sponsor? Der Sponsor heißt Expert. Expert! Dankeschön. Ohne Expert hätte ich nämlich nur T-Shirts bekommen. Traurig. Und ohne HP hätten wir hier nicht spielen können. Nicht spielen können, genau. Danke auch nochmal an P. Für jeden Montag, Alter, nur wegen euch, können wir hier spielen. Groß wie eine Handfläche. Und die Beans auch am Beanstag. Ja, damit kann man auch Menschen kaputt hauen, wenn man will. Das will man aber nicht. Jetzt haben wir ja die Preise, die sind ja echt cool, René. Was, cool. Sag mal ein bisschen was zum Turnierverlauf. Genau, Turnierverlauf, heute 21:30 geht's los. Ihr solltet auf jeden Fall früher schon alle online sein. Jeder jetzt einloggen, der mitgemacht hat und auch eine E-Mail bekommen hat, auch gerne die E-Mail durchlesen. Da gibt's auch nochmal einen Discord, eine Gruppe, wo, wenn ihr jetzt irgendwelche Team-Members nochmal verschieben wollt, könnt ihr's da gerne machen. Es sind auch schon sehr, sehr viele drinne. Da geht's auch schon gut ab. Die Admins sind auch schon on fire, die haben richtig Bock. Und ja, genau, alle einloggen jetzt auf cme.gg, die dabei sind. Ihr kriegt um 21:30 ein Auto-Invite, dann geht ihr in eure Bracket, in eure Gruppe rein und dann geht's auch um 21:40 direkt los. Und wir kämpfen gegen Team J-H, J-O-D-H-A. J-H? Das ist unser Team, ja. Dr. Jota. Genau, Jota. Wissen wir, warum die so heißen? Das könnten ja auch die Anfangsbuchstaben der Leute sein. Dann Johannes. Johannes, Oleg, Dimitri. Natürlich Oleg. Und Arnold. Jota. Vermutlich. Genau, die spielen auf dem gleichen Niveau wie wir. Das hat er mir schon gesagt. Die spielen auch seitdem, also wir kommen zu euch spielen. Geht auch locker unter der Tür drunter durch. Auf gar keinen Fall könnten die auch lügen. Die nicht ausmachen. Ich pack die nicht aus. Ja, ich hab die ausgepackt. Okay, Andi ist auf die Uhr ausgepackt. Ich pack die nicht aus. Wir haben testen alles schon getroffen. Hey, die Kameras sind an. Die ist an. Die Uhr.
Drück mal ein paar Knöpfe. Ja, ich drücke. Ich will aber gucken, was kann die denn so Tolles? Die hat hier einen Bluetooth. Ja, was eine Smartwatch kann, die zeigt, ja, die zeigt erstmal die Uhr an. Genau, was noch zum Team los ist, wir haben heute das 64. Ne? Spielen wir heute. Und wenn wir weiterkommen, spielen wir direkt danach das 32. Und dann gibt es Donnerstag noch ein Spiel um 20 Uhr. Da sind wir auch dabei. Also wenn wir dabei, wenn wir heute nicht rausfliegen natürlich. Ist alles Best of One. Also wenn wir heute verlieren, dann sind wir auch raus. Es gelten die ganz normalen Turnierregeln, Messerrunde, dann kann man auswählen, halt, wer auf welcher Seite stehen bleiben will oder ob man wechseln möchte. Es gibt natürlich eine Verlängerung, ab 15:15 ist nicht unentschieden, sondern dann gibt es halt 10.000, jeder kriegt einen Pott und dann geht es halt weiter. Ganz normale Verlängerungsregeln, gibt es aber auch nochmal alles auf cme.gg nachzulesen, ist jetzt für uns nicht so wichtig. Wir wollen ja einfach gewinnen, ne? Und ihr seid doch schon richtig heiß, ihr habt auch schon richtig trainiert hier auf der Page und ihr habt doch schon eine richtig gute Runde gewonnen. Ja, aber ich war sehr müde heute. Aber du hast trotzdem ganz gut gemacht. Nils hat auch sehr viele Frags geholt. Ich bin, Dankeschön. Vielleicht möchtest du was mit der Headshot-Quote nochmal erwähnen? 50% Headshot-Quote. Oh ja, Nils hatte die beste Headshot-Quote gerade im Trainingsmatch. Viele. 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 Und viele Prozent. Im Kopf, ne? Ja, also kann man so sagen. Ich hatte 2 Kills und einen habe ich in den Kopf geschossen. Nicht schlecht. Möchtest du hier jetzt nicht langsam mal so eine Einladung bekommen? In einer Minute oder so, ne? Ich kann ja mal gucken, was die Admins sagen. Ob da schon irgendwas los ist. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall eure Mails, wenn ihr beim Team dabei seid. Ganz wichtig, auch wenn ihr Veränderungen im Team haben wollt. Ganz wichtig ist, in der Gruppe seid von Discord. Discord heißt der Quatsch, ne? Und wie Quatsch? Dort könnt ihr alles dann halt umändern. Die Leute heißen Johannes, Olli, Dennis. Olli? Hikok, André und Yoda. Der also du warst schon recht gut damit, dass die ich so heißen. Ich dachte ja auch wegen Rocket Beans, da liegt das auf der Hand, dass die das auch machen. Okay. Und dann habe ich... Was für ein Nachmacher. Die haben bestimmt noch nicht mal eine Firma gegründet. Echt mal. Haben die einen 24-Stunden-Sender? Ich glaube auf den Knopf dieses Marco-Ding einspielen. WWW haben wir einen 24-Stunden-Sender. Ja, wir können mal über das Bracket gucken. Wie sieht's aus, wenn wir heute weiterkommen? Und hier sind wir, das ist Team Limited gegen Team Jota. Gibt's nicht. Und wir spielen entweder gegen Evoke oder Tilt Sports. Habe ich noch nicht geguckt, ich habe die nicht gestalkt. Tilt. Einer von denen rutscht halt hier ein bisschen hoch. Ich wollte es ein bisschen spannend lassen. Was sind denn die Team Limited Fanboys? Wollen nicht eine Gegneranalyse machen oder so? Nein, überhaupt schon nicht. Sonderkommission. Ich soll gerade kurze Grüße von FD Sky ausrichten. Die sagen, die sind auch mega hyped und haben, sind gerade auch hart am Warten. Die sind auch dabei, ja. FD Sky. Ja, zeig mal, gegen wen ballern die? Ich muss ja kurz wissen, was meine Gang macht. Da waren sie gerade schon. Ja? Hast du sie gesehen? Ich hab sie gesehen im Discord. Da. Gegen die furiosen Analgenossen. Oh nein, das ist ein Scheiß. Die furiosen Analgenossen, großartig. Ja, das gibt ein Rape und Buy. Messer-Rape, nur Messerrunden. Wir haben eigentlich Glück gehabt, die sind genau über uns. Auch geil. Ja, die treffen die wir erst im Halbfinale dann, ne? Ja, genau, die rutschen oben längs. So. Also wir sind genau an dem letzten Punkt, wo wir dann halt nicht auf die treffen. Also erst später, wenn sie auch gut durchkommen. Wir können eigentlich auch schon mal dazu sagen, weil wir das nicht geändert haben, dass wir nicht mit unseren normalen Nicks spielen, zumindest nicht alle von uns. Ich heiße mich zum Beispiel jetzt 6-on-6 Area O05. Ich habe mich verschrieben. wenn ihr das oben rechts seht, wisst ihr, das bin Icke. Wenn man dein Gesicht auch sieht. Dann ja, und dein Gesicht unten rechts im Bild. Nee, genau, ja, ich bin ja eine blaue Waffe. Ein bisschen an den Avatars vom Spiel. Ja, die Gegner, aber ich meine, die Leute draußen sehen also auch noch eure kleine Fresse über dem Chat. Ich heiße genau wie bei Twitter, Establishment. Ach, schenkt mir doch ein Like und folgt mir. Schon entfollowed. wie so ein Link? Nee, das kann ich nicht. Wann passiert denn hier was? Ich dachte, der Admin lädt uns jetzt irgendwo in irgendwas ein. Ja, das System lädt uns gleich ein. Oh, das ist wir haben noch 9 peinliche Minuten. Olli, was hast du denn letztens aus deiner Kiste gezogen? Erzähl doch mal. Ich habe überhaupt nichts rausgezogen. Ich mag keine Kisten mehr aufreden. Ich habe damit aufgehört. Okay. Da guckt deine Frau zu. Warum musst du das sagen? Gut, wir gehen aber kurz in die Werbung. Und danach, denke ich mal, gibt es auch gleich die Einladung für das erste Community-Turnier heute. Und dann wird geballert! Und dann wird richtig abgeballert. Juhu. Gegen Team Jota. Oh, Jota. Ab geht's. Und 40:32.
angezeigt. Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Unsere beiden Freunde hier, Olli und Ben, die machen sich ein bisschen warm mit einem 100-Meter-Scrolling-Game. 47 Sekunden, 32. In 47 naja, Sekunden hat der 100 Meter mit dem Mausrad gescrollt. Das ist doch mal eine Errungenschaft. Ja, falls ihr gerade erst einschaltet, natürlich heute am Mittwoch, weil wir unser großes Community-Turnier haben. In wenigen Minuten, nämlich in 6, denke ich mal, bekommen wir spätestens unseren Invite für unser erstes Match gegen Team Jota. Jota Matthäus. Man weiß nicht, was es bedeutet. Wichtig ist noch für euch, wenn ihr gleich im Spiel seid, dass ihr einmal Rekord und Leerzeichen und irgendein Name eingibt, zum Beispiel Game 1, weil jeder sollte seine Sicht aufnehmen, sein Game aufnehmen, weil wenn es wirklich Cheater-Probleme gibt, kann man es vom gegnerischen Team die Demos einsehen oder einschicken lassen, zwei Stück. Hi. Du bist das Cheater-Problem. Dann kann man nochmal gucken, ob die wirklich gecheatet haben. So sind wir alle auf der sicheren Seite. Anti-Cheat-Klein natürlich. Demo bei jeder Runde machen. Einfach Rekord, Leerzeichen, Game 1 oder Game 2. Von jeder Perspektive? Jede Perspektive, ja. Aber warum? Gibt es nicht eine globale Aufnahme von allem? Gibt es aber auch, ja. Aber wir wollen sicher gehen, dass es nicht irgendwelche Verschleierungsscheiße gibt. Also jeder bitte aufnehmen, so steht es in den Regeln. Wenn die bei unserem eigenen Turnier bescheißen würden. Das ist ja wie bei Tag TV dann. Ja, wir müssen das natürlich nicht machen. Müssen wir nicht? Nein. Doch, wir machen auch. Du hast aber gerade gesagt, wir sollen recorden. Ja, wir sollen es auch machen. Wir sind auch ein gutes Vorbild, oder nicht? Wir sind ein gutes Vorbild. Aber ich meine, am Ende des Tages sind wir hier ja auch live. Und jede Sicht von uns ist ja auch auf dem Stream zu sehen. Nur meine nicht. Oh, nur meine nicht. Du bist ja noch nicht mit. Guck ihn dir mal an, wie er das. Du bist auch überhaupt nicht mit. Olli ist ja traurig, weil er da ganz hinten sitzt. Ja, was soll ich denn sagen? Du sitzt ja schon immer da. Ich saß erst da. Ich finde es auch traurig, dass Olli da zur Seite sitzt. Ja. Ich würde auch lieber neben Nils sitzen, als nicht neben Nils. Warum selber? Ja, weil aber ich auch das ist der schön. Coach, nicht Nils. Mag hier gerne, aber ich mag einfach überall sitzen. Hauptsache ich sitze und kann. Doktor, du hast ein Sitzen. Du Otto. Du. Haben wir noch Peps? Löscht. Wir haben keine Peps. Gibt's jetzt mal ein Bike oder was? Oder was? Ganz ungeduldig. Eine Minute noch. So eine Minute, dann geht's los. Habt ihr schon irgendwie eine Map-Auswahl, weil wir schon mal darüber diskutieren? Es gibt wir dürfen es jetzt noch nicht Maps sagen, Pool, oder? Wir dürfen es nicht sagen, taktisch dumm. Das sagen wir nicht. Die gucken das machen wir gleich, wenn die... Ne, weil die wir haben ja darüber gesprochen. Okay, ja. Die dürfen aber auch nicht gucken, das ist echt Gewitter! Also Gewitter? Fakt ist ja, wir sind wie auf neu? Allen vorbereitet. Ja, gut. Wir haben alle 7 Maps ja drauf. Es das ist ja auch immer nur ein Fake, wenn wir neue einüben. Ja. Können wir ganz kurz mal Ollis Rechner abgreifen, bitte? Um mal, die können aber so dirty snipen, unser Game. Zu gucken, was er da gerade macht. Das ist der Wahnsinn. Ich kann mal versuchen, seine GoPro auf seine Hand... Jetzt, vielleicht sieht man das, seine Hand Bild in Bild, kriegen wir das hin? Ja. Langsam. Ist das nicht der Wahnsinn? Wird das ein neuer Weltrekord, meine Damen und Herren? 21 Meter, 23 Meter, 24 Meter, er läuft wie der Blitz, er ist der Blitz vielleicht. Ich schwöre, ich bin schneller. Ich erbette dich. Darf ich dich herausfordern an deiner Maus? Wir haben nicht mehr so Zeit. Ah, nein, verkackt. Oh, und da gibt er auf. Tja, hier das Gesicht des Versagens einmal ganz kurz nochmal einfangen. Damit du gleich auf dem Bild bist. Du bist leicht verdreht, ich drehe dich nochmal eben richtig. So, besser? Heute ist das Map auch ein bisschen anders, nicht so wie Bonjour, weil wir haben uns mit Bonjour abgesprochen, wer was wollen wir spielen, was nehmen wir raus. Es sind alle 7 Maps im Pool, wir bannen Maps und am Ende bleibt eine über. Righty Reizen. So, da kommt was rein. Einer, wo? Join Lobby now. What? Auf der Page? I joined. Alle mal aufdrücken. Ich kann nicht joinen. Ey, mein fucking Rechner ist abgestürzt. Echt jetzt? Ist ja der größte Witz der Welt. Ja, er ist auch abgestürzt. Join er ist tot. Oh mein Gott. Challenge. Ja, ich hab den Challenge. Ja, manchmal hat er da ein Problem. Also du hast, glaube ich, 9 Minuten und 27. Nur noch 9 Minuten 27 für den Neustart. So, schon mal fürs Bingo. Komplett mit Update. Nee, was machen wir dabei, Andi? Er sagt, der Client läuft nicht. Unten rechts einfach mal relocken. Da, jetzt kannst du drauf drücken. Drück! Yes, join Lobby now. Bin ich irgendwie wieder aus der Lobby raus? I joined weil ich bin in einem ganz Lobby. Anderen, ich muss das aufregen. Hello. Bin in einem ganz anderen Menü jetzt gerade. Ja, du bist doch drin, deine Lobby ist noch. Hello. Du kannst da oben, du hast irgendwo hingedrückt. Da, guck mal, da steht ganz. Wo ist meine Lobby? Ich wollte chatten. Du kümmerst dich bitte um Andi, ich kümmere mich um Nils. So Lobby. Hier ist doch Current Current Lobby. Da habe ich auch schon gemacht. Jetzt will ich wieder chatten mit Ihnen. So, also, was wollen wir denn machen? Wir wollen den Browser öffnen. Genau. Hello, Anna mit dir. Und dann wollen wir jetzt. Wiederherstellen. Ja, dann haben wir nämlich hier wieder Dashboard Challenge. Schön, alles toll, alles super. So, dann update sich jetzt auch gleich nochmal. Tolle Wurst. Ich glaube es. Genau, dein Client, der connectet sich gleich. Ist very so ein bisschen Latent. Genau, einflößend. Von dass deiner auch noch falsch geschrieben ist. Sorry, Elio. So, join Lobby now wahrscheinlich. Nee, warte, du musst jetzt connect, zeig mal hier unten. Hallo, moin. Guten Abend. Das sind irgendwelche Leute. Hast du es gesehen? In dem Moment. Das ist ja die größte Hilfe. Hilfe ist doch eine Frau. Merke ich doch genau jetzt schon. Ja. Okay, das ist nicht Hillig. An.
Nein, das heißt Hillekar bestimmt. Das heißt Kelly. Hille Krugmann heißt das. Falsch rum, das große K ist ja hinten. Ja. Kelly. Aber es ist doch vorne auch ein großes H. Ja, ja, Kelly. Kelly. Das ist Hitler mit Nachnamen. Ich sagen, wo der Hitler auch weg. Vor allem heißt sie dann ja Kille. So, was wollen wir tun? Hillegard. Ach, die sind sich überhaupt nicht einig, ob das eine Frau ist oder nicht. Hillegard. Schön. Da wären wir wieder bei der Transgender-Discussion von vorhin. Jetzt sollte der auch mal kloppen, wenn du drauf drückst. Da unten links, jetzt ist er connected. Gehen wir wieder zurück auf die Page. Und jetzt Join Lobby. Join Lobby now. So, wir sind drin. Wunderbar. Drin. Match will start. Ja, und start. Wann geht es los? Aber startet, macht der Remote Starting auf das Spiel los für mich? Warum dauert das? Warum man sieht doch, der Nils ist am Bild da oben. Weil, wenn es technische Probleme gibt, man sie jetzt genau nämlich in diesen Minuten fixen kann. kann man das nicht abschätzen oder so? Ja, weiß ich auch. Warum kann man nicht sagen? Nur wenn du Abonnent bist, 10 Euro. Nein, kann man nicht abkürzen. Normal. Dann müssen wir jetzt noch mal 7 Minuten quatschen. Das schafft ihr doch. Das schaffen wir easy, natürlich. So, wenn wir jetzt aber das muss ja nicht sein. Sehr gut. Schauen wir lieber noch mal so eine Brausen-Fragerunde. Ich könnte noch ein bisschen Zucker gebrauchen, aber den habe ich dabei. Hast du mir auch ein Stück Zucker? Den habe ich auch dabei. Zucker geben? Haben wir noch die Schokolade eigentlich? Nein, die Schokolade wurde uns von Game 2 geklaut. Kann den Stück von mir wirklich? Ja. Was ist das für Schweine? Und dann wollen wir uns gestern keine Limonade. Ich habe die Schokolade nicht mehr versteckt und dann ist sie weggegangen. Alter, das ist nicht dein Ernst. Gut. Das ist traurig, ne? Oh, Game 2 ist so sympathisch. Guck das nicht. Genau, lass doch das mal offen, weil dann wirklich hängt der Rechner nicht auf. Ich hab ne, du hast doch noch Schokolade liegen. Ja, ich habe gerade auch das Zucker enthält. Achso. Aber er hat mir benötige irgendwas. Darf ich einen Schluck von der Limonade haben? Aber nur einen kleinen. Aber davon haben wir noch reichlich. Soll ich im Spiel bleiben, meinst du, oder? Ja, aber wo? Ja, bleiben wir im Spiel. Aber bewegen wir die Maus. Wo hast du die denn jetzt her? Das ist der Rechner nicht. Das hat er schon häufiger mal gemacht. Von zu Hause aus. Bestellt aus dem Schrank. Aber das ist ein Windows-Problem und das liegt nicht an der Fee. Nein, das ist ein Windows-Problem. Hast du bestellt wie ein normaler Mensch, wa? Nee, ich hatte das nur. So ungefähr zwei Räume, die wir in diesem Haus dafür reserviert haben, um diese Trays abzustellen. Ja, aber die waren zwischendurch mal leer. Und dann habe ich von dem Rabatt da 98 Dosen für eine habe ich Gebrauch gemacht. Sehr gut. So, es geht bald los. Ihr könnt doch schon mal die Gegner los hier. 5 Minuten noch. Habt ihr die Gegner psychisch schon in den Chat eingeschüchtert irgendwie? Ja, wir haben nicht genügend Zucker. Habt ihr noch Peps? Das gegnerische Team sagt schon, sie sind alle mega aufgeregt. Ja, das ist unser Vorteil. Sie sollen ihr Leben chillen. Ich glaube, wir haben bestimmt noch Peps. Da ist einer Joe Speedman. Joe Speedman. Ist das nicht Schleichwerbung? Hat er da eine eigene Marke? Wenn du Speedman heißt, ist ja eigentlich alles Schleichwerbung. Das stimmt. Ja, nur noch 5 Minuten. Die sitzen doch mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zusammen. Du hast doch mal einen Clan gespielt, ne? Ja. Die sind noch hast du noch eine schöne Rechner Geschichte aus deiner früheren... Ja, so ich habe gespielt beim Clan KKW. Echt? Ja, wirklich in der ESL. Gut. Ich könnte jetzt von den Menschen gegen die Olympic Lurkers erzählen, aber das ist vielleicht der eine... Ich glaube, noch niemand die Olympic Lurkers. Könnt ihr mal die Olympic Lurkers. Und der Clan ist aber Clan KKW. The Flamers. Und dann haben Clan KKW quasi eine neue Unit gemacht, weil sie professionell spielen wollten. Und die hießen dann Role Model. Da durfte ich nicht mehr mitspielen. Oh. Okay. Ja. Ist das Zufall, dass der das einzige Mitglied, was bei Olympic Lurkers noch drin ist, einer ist, er heißt Eddie? Ja, wer weiß. Komisch. Dein Rechner ist noch an, ne? Beweg mal schön die Maus die ganze Zeit. Ja. Nicht, dass du jetzt in der letzten Sekunde, das wäre ja echt. Der würde deswegen rausfliegen, ne? Der würde rausfliegen, ja. Kannst du mal die Olympic Lurkers hier zeigen? Das ist der Clan. Wie viel? Die haben. Guck mal, Pro League ESL, siehst du? Ja, es muss was dran sein an dieser Geschichte. Ja, ist so. Die waren ja vor allem damals waren die ja viel größer. Die sind ja so wie Waldhof Mannheim. Die größten Tage liegen hinter denen. Da war gerade hier, zeigt er an, ob dein Cheat-Client ist der Leader. Ist und bei Olli war gerade aus. Das sieht doch ungefähr so aus. Das kann nicht sein. Moment, hier ist doch irgendwas. Eduard Schmidt. Ja, das ist nur ein Deckname. 30 Jahre, ja, fast. Level 44 habe ich gesagt. Ja. Hey, da ist noch ein StudiVZ-Link drin. Nice. Klick mal auf. Hey, es geht noch. Die gibt's noch. Na gut. Wir haben immer noch 3 Minuten. Wie ist denn dein Clan nochmal? Was wolltest du machen? Clan KKW. Also Clan. Ach so. KKW, genau. Ja, ja, fragst du doch. In Kommando. Wir haben die. Das ist er! Mann, die URL gibt's nicht mehr. Ja, aber bei Archive oder so. Bei Archive findet man die vielleicht noch.
weiß es nicht. Ja, ey, das ist, der läuft noch. Gut. Das sind noch fast 300 monatliche Seitenimpressionen. 500 also irgendwo interessiert sich noch für Ja, aber wir waren ja auch einfach sehr gut. Geschätzter Wert des Clans 467,36 Euro. Also wenn den jetzt jemand kauft. Ja, sie wollen Eddie grüßen, sagt Team Yoda. Ja. Haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das, was ist denn eigentlich Stücke? Ich glaube, er guckt, also wir können Eddie grüßen, weil er ja gerade zuguckt, wahrscheinlich von seinem Berg. Ja, aus dem Berg. Hallo Etienne, aus dem Berg, im Berg. Im Berg drinnen ist er jetzt gerade. Im Berg drinnen. Grüße von Team Jodha. Jodha. Und uns vor allem. Jodha. Speziell von Goopy, den man bestimmt so ausspricht. Goopy? Gut, ihr wollt immer noch nicht sagen Teamchat. Jetzt wird schon die intern geschattet. Na klar. Guck mal. Warum habe ich hier diese Auflösung und alles ist. Warum kann ich es nicht größer machen? Noch zwei René, Minuten. Oh, ist das du bist doch Computer. Was willst du größer machen? Können wir nicht ich will noch normalerweise drücke ich diese Taste und drehe hier am Rad. Ach so, plus und alles in groß. STG und Plus mal versucht? Ja, das ist doch das gleiche. Es ist doch das. Du hältst jetzt dein Maul und gibst mir keine Tipps mehr. Ich will da selber drauf kommen. Okay, Entschuldigung, dann frag auf mich. Ich habe nicht gefragt. Du hast die Frage aus mir herausgefragt. Noch 2 Minuten, 10 Sekunden. Das ist vor allem besser, wenn man jede Minute nochmal sagt. Okay, nur noch 6 Minuten 48. Genau. Nils. Hast du so eine Review vielleicht zu dieser Uhr? Es war sehr schön. Er fing sehr früh an, viel zu früh an. Um ehrlich zu sein, fing er sehr viel zu früh an. Ich bin sehr müde gewesen die ganze Zeit. Cool, der und dann habe ich festgestellt, es gab eine neue Lieferung Raketenbrause. Da habe ich einen Schluck von genommen und ich schwöre dir, meine komplette Müdigkeit ist aus mir gefahren, als wenn ich vom Teufel besessen wäre und irgendwie der größte Priester der Welt hätte mich geheilt. Und jetzt bin ich so voller Elan. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte auch einen Schluck Raketenbrause nun, bitte. So, es sind so noch 1,30. Jetzt also, darf dein Rechner nicht abstürzen. Ich habe auch keine mehr. Wo kommt die denn her? Warum habt ihr alle diese Limonaden? Also und ich an 48 Plätzen im Haus. Ja, aber wie sehe ich die, weil ich keine Augen benutze? Du benutzt nur das Füße. Konzept wir haben doch hab einen Trainer. Und ich wünschte, man könnte dieses Getränk online. Getränke. Ich habe gerade das unter meinem Tisch. Das müsste man mal möglich machen. Ich meine, drüben in der Redaktion vielleicht, wo man dieses Getränk kaufen könnte. Das aber ganz ehrlich, wenn du passt auf, dass der Rechner nicht. Wenn man dieses Getränk in Deutschland erhältlich haben würde, dann würde ja die Produktivität des Volkes einfach. Oh. Hör auf. Warum? Nee, ist doch nicht abgeschrieben. Guck mal. Ich habe dich gerade domestiziert in 100 Meter. 3 Sekunden. Nee, ich liebe die 3 Sekunden sind im 100 Meter, sind es Welten. 100 Meter Scrolling. 30 Sekunden? 3. Genau, ja. 100 Meter. Scrollen. Das ist ungefähr der Unterschied von Usain Bolt zu jedem Deutschen. Oder einmal Sex haben. Willst du jetzt auch nicht sagen, dass. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, 3 Sekunden. Hat René sich gemutet und läuft jetzt auf Toilette? Hoffentlich. Ich höre ihn vorhin auch schon mal. Lass mal reinhören. Lass mal reinhören, was auf der Toilette Magisches passiert. Ich höre ihn schon. Ja, lass das mal auf jeden Fall. Aber vielleicht? Ich glaube, der ist in der Redaktion und guckt nach Raketenbrause. Ach, ich arbeite in der Redaktion und ich weiß, dass dort keine Raketen braucht. Du hast aber wieder dich nur mit deinem Schimpfchen umgeguckt. 2 Sekunden übrigens noch. 2 Sekunden noch? Ja. Und was passiert? Startet das Spiel automatisch? Ich bin ganz aufgeregt. Ach, da ist er wieder. Muss ich irgendwas drücken? Ich habe nur eine gefunden. Ich weiß auch noch nicht. Yay, das ist doch für mich. Die hast du jetzt kommt ja erstmal Map Vote gefunden, auch oder? Stimmt. Nils, du musst den Map Vote übernehmen. Das geht noch nicht. Denn nicht? Wirklich? Nils, wir können ja schon mal auf den Rechner. Ich glaube, Nils ist der König. Er hat die Krone auf. Nils hat die Krone auf. Nils hat die Krone auf. Oh, ja, wahrscheinlich. Weil es im letzten Spiel sehr gut war. Jetzt hast du eine geholt. Es gab nur eine drüben. Okay. Die habe ich tatsächlich da versteckte gehabt. Was muss ich tun? So, es geht los. Guppy ist Bunning. Oh, ich bin ganz offen. Schauen wir doch mal, was sie weg. Das geht. Guck mal. Nils, wo ist denn dein? Ja, da oben. Ja. Was soll ich tun? So, was wollt ihr denn bannen gleich? Ja. Auf jeden Fall nicht gleich hektisch irgendwo drauf. Dann gucken wir erstmal, was die weg. Ja, ja genau. Wir können übrigens auf dem Monitor von Nils schalten. Da geht's jetzt ab. Dann sehen wir jetzt die. Goopy ist banning. Mit Spannung erwartete Bannerei. Ich schreib dir mal, dass er mal bannen muss. Das ist eine Disziplin für sich, ne? Dem. Sehen Sie jetzt Team oder was haben Sie gebannt? Oh, die Schweine. Das ist ja mega lame. Wir müssen ja Train und Nuke nehmen. Train zuerst mal. Ja, Train oder Nuke Boss nehmen. Echt? Nicht? Koppel? Nein. Ja, noch nicht. Was? Train oder Nuke? Train. Train. Train? Jetzt anklicken, ne? Ja, die ist nur zum Trainieren. Ist gebannt, Leute. Ich hab's gemacht. Sehr gut. Die wissen halt, was wir spielen. Da müssen die erstmal drauf reagieren. Oh, guck mal da. Oh, noch mal, du bist ja der Champion der Er bringt uns die Limo. Dust Band habt ihr gesagt? Dust Band? Nein, nicht. Nee, Dust In. Ah. Kommt von Guppy.
Do it. So, ihr seid wieder dran. Okay, mach mal. Okay, Leute. Kobbel raus. Kobbel raus? Ja. Kobbel ist raus! Dann machen wir New als nächstes und dann wird's Mirage oder. Ja, okay. Okay, okay. 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 Oh, Inferno oder Mirage? Ja, was wollt ihr? Lass uns Inferno spielen, oder? Und Mirage bannen? Ja, komm, Coach, Inferno, hau okay. Mirage raus. Mirage ist auf Inferno stärker als auf Mirage. Ja, also Mirage, Mirage raus. Raus. Oh, ich freue mich, Mirage. Geil, Mann, Inferno! So, Inferno, erste Runde. Los geht das. Was? Nice, jetzt. Alter. Erst 30 Minuten. Nachdem die Sendung gestartet hat. So, nun? Wo drückst du jetzt drauf? Jetzt zerstellt das System Server für uns, nur ja, für uns. Du wird jetzt extra zusammen. Warum hast du denn gerade welchen kleinen indischen... Nicht Chinesen. Erzähle. Diesen günstigen. Wegen dem großen Transfer letztens, der abgeschlossen wurde aus von Supercell. Oh, wird das spannend. Ganz auf Pairing-Server. Eieiei. Genau, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil jetzt gerade parallel... Ich glaube, wie viele Server wir jetzt gerade. So, Play drücken. Olli guckt natürlich noch ein bisschen Werbung. Play. Ich wollte noch so ein Silberding holen. Für Tickets. Für Tickets macht Olli alles, ne? Ja. Okay, funktioniert das jetzt? Einmal Play drücken und dann ins Spiel. Hä? Server antwortet nicht. Dann lass mal schließen, nochmal Play. Nichts Server antwortet geschehen. Nicht. Dann kopiere einfach mal den Link. Kann ich nicht. Welchen Link? Nichts. Schließen. Server antwortet nicht. Ah, oh, da geschieht was. Ah, jetzt. Das ist der Server endlich. Ja, mach aktualisieren. Aktualisieren. Geht das? Geht. Aktualisieren. Alles gut. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Im Hintergrund werden so viele Server gerade erstellt. Oh, ist das spannend. Ja, anfangen wir doch mit einer Messerrunde, ne? Ich komme nicht in die... Bitte? Anfangen wird es mit einer Messerrunde. Ich dachte, ihr werdet schon fertig. Um das einfach schon mal vorab. Nils und ich machen B. Natürlich, Mann. Und ihr teilt euch auf A. Ich gehe wieder mit, so wie immer. Was soll ich auf A machen? Ja, ich gehe auch da irgendwo immer, aber wir können mir ja nicht so viel egal. Taktik jetzt machen. Okay. Okay. Die kennen nur nicht, was ich dort so, mache. So, kochst du da unter die Laube? Ich bin mega laut. Was ist die Frage? Oh, wir sind T. Macht ihr beide dann Mitte und Andi Teppich? Im Teppich ist Andi auch ein bisschen verschenkt. Andi macht den Wo soll ich in Teppich? 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 Nicht in Teppich reinmachen. Ich bin ganz aufgeregt. Alter! Wo ist das gegnerische Team? Haben sie uns alle an? Aufgabe oder was? Wieso heißt ihr eigentlich alle ready und ich auch? Jetzt kommen sie. Genau, ja, bitte in die Konsole einmal Record schreiben und dann Leerzeichen. Okay. Sorry. Record. Und dann? Leerzeichen und einfach mal Game 1 zusammen. Recording to Game 1. Oh nein, ich Game 1. Darf ich auch bemerkt. Game 1 schreiben? Kannst du auch Game 1. Wie machen, die Erfolgsserie, dann schreibe ich Game 2. Nicht mit Leerzeichen. Der muss nämlich in Klammern sitzen. Achso, ist schon. Nee, alles gut. Jetzt rush ich hier die Feinde um. Alter, sehr schön. Wir waren voll weggeblasen. Ah, na gut. Gleich startet mit einer Knife-Round, ne? Ihr wisst, wir bleiben zusammen. Und dann, wir messern sie alle. Wichtig, Messer, rechte Maustaste. Sollten wir gewinnen, was wählen wir denn dann? Ich würde CT wählen. Ich würde immer CT starten wollen. Na gut. Da kommt man easier ins Game, finde ich. Na gut. Okay. Okay, Knife on. Wo gehen wir hin? Mitte hoch. Mitte hoch, ja. Knife, good luck. Good luck, have fun. Und im besten Fall immer zu zweit auf einen rauf, ne? Dann kann einer den Re-Knife-Frag machen. Okay. Oh, ist das spannend. Knife-Tactics mit Flo. Ihr macht das? Alter, mein CS ist ausgegangen. No shit. Ja, das einfach aus dem Nichts ausgegangen. Oh, verarscht mich. Kann man restarten, das ganze Ding? Da will ich nicht. Einfach nochmal anmachen. Wieder Play drücken. Sollen wir denn nicht warten, bis die Zeit abläuft? Dann startet hier nix. Ja, oder? Dann sag nochmal, guck mal, da ist einer von hinten gekommen. Jetzt. Kann man das restarten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Na, egal. Ist halt jetzt so. Ich versteck mich. Bist du wieder drin? Ich finde mein CS startet jetzt wieder. Alter, das ist noch nie passiert, original noch nie, ne? Nee. Und jetzt einfach aus, auch ohne Fehlermeldung. Nee. Ja, machen wir ein Timeout. Achso, du kommst schon wieder. Mhm. Okay. Ich versteck mich, die finden mich nicht. Genau, jetzt sie haben warten. Die gewonnen? Achso. Nee, sie warten. Die haben Angst. Hauptsache, ihr schreibt nicht ready. Ist ja fast wie auf einem richtigen Call-Off-Turnier. Bist du wieder drin? Ja. Jo, dann. Gewinnen die wohl die Messerrunde. Nee, warum? Ich leb doch los, glaube ich. Ach, stimmt, du machst einfach das. Flo ist nur noch einer da. Hä? Nein, ja. Ich bin down. Ja. Also, Nils, du kannst jetzt sterben. Ja. Ich sterb doch nicht, ich hau die weg. Na gut. Komm her! Der hat mich nicht gesehen, weil er ganz doof ist. Komm her! Es sind nur noch vier übrig. Ich denk, das ist ein Kumpel von mir, aber es ist sogar ganz zack! Ah, oh, so schnell wieder weg. Das wäre episch. Ich sag's schon mal. Hinter dir? Oh,
Vorbei. Ah, nein. Verstehe. Das war der Druck. Das war der Druck. Das war der Druck. Könnte die Regie meinen Pegel ein bisschen runterdrehen? Ich bin mega übersteuert. Okay. Mal gucken, für was die sich entscheiden. Spiel basiert. Ja, die dürfen jetzt wählen, ob sie... Wenn ihr was gemacht habt. T oder CD anfangen. So, die bleiben stehen. Die Stain. Die Stain. Okay, Taktik. Banane hoch. Ja, wollen wir? Banane voll durch? Ich weiß nicht, wenn die da HEs reinschmeißen. Dann warten, ob HEs kommen oder okay, dann warten wir vor der Banane ab. Genau, sonst halt drei Banane und zwei gehen halt durch Mitte. Wartet aber hier, dann so ein bisschen. Durch Mitte. Hier so ein bisschen. Geh schon mal ein bisschen Mitte terrorisieren. Flash. Jetzt ist einer bei denen rausgeflogen. Ernsthaft? Ja, aber wir müssen jetzt spielen. Ja. Ja, können wir nicht einen Timeout machen? Nee. Mein CS ist ausgegangen. Du verarschst mich. Nein, Mann. Was ist denn jetzt los? Ey, ich mach nichts. Ich stehe da rum. Ich habe nicht mal eine Taste gedrückt in dem Moment. Mhm. Sind das die Server oder was? Mit dem Client? Nö. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist ja richtig geil. Client, ist aber du hast ja eben auch die ganze Zeit mit dem nicht aktiv. Oder? Wir haben eben die ganze Zeit gespielt. Ja, wir haben alles getestet. Vielleicht aber der ist an. Ich habe gesehen, nicht einen erschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay war. Ja, ihr spielt ihr müsst spielen, oder? Ja, wir müssen normal spielen, oder? Ja. Was ist jetzt? Ja, ich hab halt das war gemein. Also, ich bin auf A und hier ist relativ clear. Okay, dann komm ich zu A. Nein, hier ist nur einer, versteckt sich in der Kiste. Okay, dann geh ich zu B. Nee, komm. Nee, einer ist glaube ich in der Kiste. Ihr könnt einfach. Könnt einfach nochmal. Nils? Ja, ich chatte mit denen, weil das ist ja echt gemein, weil die dachten jetzt Waffenstillstand. Und dann haust du den einfach um. Ja, das. Ninja Spot. Oh! Das war keine Absicht. Ja, aber wir müssen doch normal weiterspielen, oder nicht? Ja, weil wir können ja nicht pausieren. Ja, das ist okay, aber wenn ich vorher sage, stopp, und die halten sich dran fairerweise, ist es natürlich ein bisschen gemein. Ja, wir haben das halt gesagt, dass sie stoppen sollen. Das ist, glaube ich, das Problem. Das ist das, was Daniel jetzt meinte. Ja, sorry, das war einfach. Ne, ist halt... Jetzt bin ich ja so exposed. Der Tötungsdelikt. Sind mittlerweile wieder alle drin, oder was? Nee. Mach doch mal eine Pause. Oder Flo's rechtzeitig wieder drin, mal gucken. Schade. Okay. Nice, Jungs. Ich find's trotzdem, ich bin trotzdem froh. Na, mein Tech-Nightman. Ja. Bitte ein Beigeschmack, sowas, ne? Könnte vielleicht sogar noch klappen. Also, das Spiel ist pausiert. Ja. Nice. Du kannst als Admin einfach pausieren. Ich hab schon pausiert. Olli hat einfach. Ein Kann Befehl. Man jederzeit? Cool. Hat man unendlich? Eigentlich nein. So, du bist drin? Okay, go. Also der Chat sagt über Konsole joinen. Okay, also machen wir gleich. UMP. Aber ist ja komisch, dass Kevlar Helm. Ja, an Pause machen, ne? Jungs, wisst ihr, UMP, Kevlar Helm. Und nochmal ganz wichtig, haben Leute darauf hingewiesen, nicht immer Kevlar nachkaufen, wenn ihr überlebt. Ja, hab ich auch gesehen. Okay. Und welchen... Ich würde sagen, wir machen irgendwie was... Langsames über falsche Mitte und splitten uns dann. Okay. Damit wir nicht irgendwie Gefahr laufen, in 5 HEs zu rennen in der Mitte oder in der Banane. Was machen wir jetzt A oder B? Sorry. Falsche Mitte und dann Split über Teppich und Mitte. Ich würde Mitte gehen. Ich gehe mit Ben. Okay. Also gerade stand einer auf dem Balkon. Hat er dich gesehen? Nein, also vor letzter Runde stand einer auf dem Balkon. Das war der, den ich versehentlich dann einfach, den ich einfach gedrückt habe. Einer down. Go, jetzt drauf. Eben, Hausmeister. Planten. Okay, A scheint frei. Einer Mitte. So, absichern. Oh, shit, sorry. Haus kommt was. Ja. Ich bin hier. Mit. Na denn. Nice. Stark. Sehr schön, Jungs. Ey, hoffentlich bleibt's jetzt dabei. Das wäre super ärgerlich, wenn es jetzt anfängt mit so einer Scheiße. Ja, aber ist Hubs denn jetzt wieder da? Oder? Ja, die sind komplett. Ja, das ist doch toll. Dann kaufen wir uns jetzt eine tolle Waffe, ne? Okay, lass uns das nochmal machen. Okay. Und welches Thread fahren wir gerade? Das ist dieselbe wie eben. Auch langsam, oder was? Ja. Habt ihr euch tolle Waffen gekauft? Ja. Nein. Gut. Ach so, echt? Scheiße. Okay. Achtung, Benny, Flasche.
go. Ja, wo das ist hier noch einer? On site. Ja. Danke, oh Mann, Armin. Man denkt. Planen Gott, wir? War das hektisch. Jo. Ich glaube, hier links kommt einer. Das war auch ein bisschen laggy gerade. Lebt da noch einer, ne? Jo, der ist hier irgendwo. Ah, oh, ganz stark. Hä? Habe ich irgendwen verletzt irgendwann? Ja, mich. Echt? Nein, habe ich nicht. Okay, ich jetzt, nur könnt ihr euch, jetzt könnt ihr euch eine AK kaufen. Und wollen wir mal. Behalte meine. Was wollt ihr machen? Gerne mal Banane hoch. Ich stehe gut, ich rush mal Banane hoch. Komm, gehen wir mit oder? Ja, lauf, kommt mal mit. Aber warten wir nicht Granaten ab? Nee, ne? Nee, ich werf eine selber. Wie gehen wir schnell durch oder was? Ja. Einer ist zurück. Nate, Vorsicht! Einer ist Richtung CT abgehauen. Ah, shit. Ich smoke CT. Ich guck Kathedrale. Okay, ich sehe die. Ah, jetzt sehe ich sie. Check hinten, Kontakt hinten. Okay, Smoke Kathedrale. Okay, einer ist schon von hinten. Okay, let's komm raus. Lass drauf. Noch einer von hinten. Komm, einer ist Särge irgendwo. Einer kommt von hinten noch. Oh. Särge. Särge down. Ja. Hammer. Sehr schön. Will jemand M4? Nö, danke. Jemand kann mir droppen von den Überlebenden hier, gerne. Ich. Ah, hier, okay. Danke. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal ein bisschen auf. Einer, Olli guckt mal Mitte. Weg! Ich guck Banane und die anderen stellen sich falsche Mitte und Haus okay. hin und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Entry frecken. Jo, dann gucke ich erstmal oben ein bisschen in den Balkon rein. Hab was mit einem Rohr. Wo kam das Feuer? Das ist alles Banane. Du stehst da drin irgendwo? Ja, ich bin raus. Nicht so stolz in dem. Ich bin fast tot. Ich weiß. Oben ist einer drinnen. Fenster. Ziemlich angenagt im Hausmeister irgendwo. War die von? Mit. Oh, Alter! Das war ich. Jetzt bin ich wirklich fast down. Ja. Okay, wir müssen jetzt mal irgendwie hier was machen. Ja, let's go. Ja, wir gehen durch hier. Einer steht links. Vielleicht wechselt er. Nee, er wechselt nicht. Er müsste immer noch links sein. Ich smoke links ab. Ah, steht einer direkt auf Spot. Direkt bei der Kiste auf dem Spot. Ich glaube, B müsste frei sein. Sonst okay. Okay. Nice, Jungs. Mega. Jemand gestorben? Ja, ich nehme meine M4 mit und droppe. Hier. Ab 80 kann man schon cool, neue Kevlar. Nee. So. Ja, bei 50. Der Kohle. Nee, nein, trotzdem nicht. Okay, Chef, mach ich nicht wieder. Außer du hast 16.000, weil dann kaufe ich neu. Okay. Dann würde ich in Immobilien investieren. Er hat 12.000. Also ich würde nochmal dasselbe machen wie eben. Bisschen Default aufstellen, schauen, was geht. Ich bin blind, Banane. Einer Fässer wollte, hat nicht, ist wieder weg. Einer ist wieder oben auf dem Balkon. Noch einer, wow. Ist okay, down. B, komm. Wir gehen B durch? Ja. Oh, noch einer auf B. Okay, einer down oben drin. Auch down. Sorry. Aua. Aua, hu Akbar. Ey, Jungs. Ja, wir gehen zu B. Bombe, hallo. Komm andersrum. B ist frei. Wir sind drauf. Ja, Bombe. Auf B. Pass Mitte auf. Ich bin Kathedrale schon drin. Dann schnell die Bombe hinterher. Naja. Hello. Ist alles free. Mit Messer in die Hand und go. Ja. Ich bin Banane. Einmal nachsmoken vielleicht noch. Oh, CT? Den habe ich voll abgekriegt. Shit, jetzt sehe ich gar nichts mehr. CT nachsmoken. Hat jemand eine Smoke? Ich habe eine Smoke. Wirf dir mal CT. Ja, mach ich. Shit. Also, niemand bewacht Nils, der die Bombe legt. Ja, Info. CT. Bombe liegt. So ganz ruhig, absichern. Ihr seid 4 gegen 1, also keine Hektik jetzt. Aber da stehen noch Blumentöpfe, ich will die wegballern. Ich schmeiß da mal eine Feuerbombe hin. Nein! Oh, sorry. Ja, du bist auf jeden Fall CT, ne? Ja, lass uns gucken, ob er eine Waffe hat, die bestimmt. Wir ihm noch. Er ist Banane, ey, shit, und der hat noch 40 Maximum. Geht ihm Banane wegtöten. Oh, fuck Alter, was? Me, sorry. What? Why? Was war das? Ich hab nicht auf die Map geguckt und krieg die Ansage, der ist Banane. Und dann kommt er auch nicht schießen.
Wir waren mal Freunde. Oh Mann, ich kann schon warnen. Ja. Jetzt aber nicht ihr mehr. Habt eh 16.000, die Leute, die. Ja, ja. Außer Olli. Ja, sorry. Hey, sorry. Ist nicht schlimm. Mir ist das auch schon einmal passiert, als ich Anfänger war. So, was macht ihr? Weben. Ja, aber ich gehe mal nicht Banane, sondern können mal falsche Mitte-Split machen. Und zieht ihr euch jetzt zurück, oder? Ja, ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen angefaked, ne? Und ein bisschen was da reingefallen. Und jetzt gehen wir Banane, oh, korrekt? Ah, okay. Ja, können wir auch machen. Oder nicht? Dachte ja, ich, doch. Why not? Plan? Das ist unsere Ave. Oh, einer pusht Banane. Oh, Alter. Ich dachte, einer pusht die Banane. Ist vielleicht zurück. Sandbags? Ne, ist ein weg. Ist weg. Hat weg. CT abflaschen. Spucken. Oh, Double Smoke. Okay, denk komm mal drauf. Auf Spot. So, alles gesmoked. Spot abchecken. Bombe liegen. Spots okay. Frei. Okay. Und ich leg hinterm Brunnen. Ich höre was in der Kathedrale. Einer Banane down. CT. Zwei. Okay, noch einer CT. Hat noch 40 Kathedrale. Maximum. Kathedrale low. Da. Was ist dem Problem? Wo war der letzte? Wissen wir nicht, glaube ich. Ab unbekannt. 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 So, Bananen absichern, CT absichern, eine Kathedrale aufstellen, ruhig bleiben. Kathedrale, Banane, sorry. Der ist hinter dem Dödel hier. Wo? Oh. Alter, was? Was ist denn schön. Der Dödel? Hinter dem Dödel. Ich dachte, du meinst den ganz hinteren Dödel. Nee, ich meine den Dödel ganz vorne. Na, das war jetzt aber für mich nicht so schön. Sorry. Wollen wir bei all diesem Gold, ja? Ich kaufe Olli geht Mitte und deckt ab und wir gehen falsche Mitte und splitten wieder. Okay. Problem ist, da steht nie einer Mitte. Es ist super wasted. Ja, kannst du mal dann Banane reinluschern oder so. Oh, da war einer. Den habe ich verpasst. Boah. Okay, ich gehe rüber zur Mitte. Mir ist noch gesmoked. Warte, ich schmeiß eine Granate rein. Warte. Geh über Hausmeister. Also go. Ich hab Banane im Blick. Ich pass auf, dass der keiner ist. Oh shit, einer ist im Hausmeister drin. Ja, einen hab ich. Okay, über Banane rotieren die nicht anscheinend. Okay, kommt ihr mit drauf? Ja, ich komm von über B. Und gucke. Glaube war einer. Die haben schon rotiert. Alle? Da war noch einer. Ja, wir haben ja das Ohlen. Der kann die alle holen. Da war noch einer. Nice, Olli. Wir haben ja das Ohlen, da kann sie alle holen. Wir haben ja das Ohlen, da kann sie alle holen. Und alle Gegnern den Arsch versohlen. Geiler Song. Ich weiß. Wir machen, den hat mir meine Mama immer vorgesungen. Warum? Kannte die mich damals schon? Ja. Wir machen dasselbe nochmal. Ja, Papa? Andreas, bist du das? Amadeus! Amadeus, Safari. Au. Nun. Pisse mal. Oh, die kommt schon gleich an. Was tust du? Sorry. Snap mal. Smack mal. Wollen wir mal Mitte B kommen? Wir sind mal verrückt. Ein bisschen crazy. Warum? Ja, fuck, da steht einer Mitte links. Okay, noch 50. Wo kommt die Bombe? Kommt die Bombe hier zu B? Ja. Aber von Mitte? Über CT? Ich komme. Wo seid ihr? Mich erschreckt, mich steht um die Ecke rum. Da steht noch einer. Nein! Na gut. Oh mein Gott. Au! Excuse me. 6 on 6 Area 3. Komm, jetzt geht doch auf A rauf. A sollte eigentlich doch clean sein, oder? Nee. Wo denn? Spot. On Spot. On Spot? Also on jetzt Spot. Doch A oder was? Ja. On Spot und im Löchle, glaube ich. Ich habe schon mal so ein bisschen angepiekt. Da, im Löchle war er. Sandkasten ist einer. Einer saß genau hinten links in der Ecke von auf dem Spot in diesem Ninja-Eck. Da, genau. Oh, zwei davon. Shit. Oh. Die sind zwei rechts im Pit.
einer stand hier. Wow. Go kill them. Psch, cool. Oh oh. Okay, Jungs, auch wenn wir jetzt 8-1 führen, spielen wir das Ding bitte vernünftig zu Ende. Mhm. Ja, sonst kann man so ein Ding auch noch verlieren. Und nicht vergessen, es ist best of one. Korrekt. Wenn wir verlieren, sind wir raus. So. Wir machen wieder den A-Split. Mhm. Das war gerade ein bisschen verwirrend für mich. Das ist okay. Okay, wir blocken uns erstmal eine Runde. Oh, da, nee, das war eine Scheibe, oder? Ja, da war nichts drin, ich hab geguckt. Luki, Luki. Ich bin sehr defensiv. Mhm. Yellow, was bist du ab am Looken? Mit? Ich mach Banane. Ich geh mit, mit der Bombe. Mit. Und mit. Und zusammen ausstellen, guck mal, da macht einer so und so. Bist du vorpushen, oder? Ich würde mal Nathan schmeißen und gucken, ob ein bisschen Action geht. Also ich bin Teppich vorne jetzt, könnte hier ja, raus, wenn auch, ihr soweit seid. Ich bin bei dir, ich deck dich hinten ab. Ja, dann lass Mitte durch jetzt. Warte auf uns, Ben. Ja. Sagst du, wenn du gehst, Flo? Ja, komm, raus, raus. Ich geh Mitte kurz. Ah! Einer Sandkasten down. Plante. Mehr sehe ich nicht. Okay, einer ist im Friedhof, glaube ich. Nee, on site. Hab ihn. Ah, shit. Das Bibliothek. Macht was. Ja, bitte. Schön absmoken auf Bibliothek, den ganzen Gang da hinten. Ich gucke jetzt natürlich nicht mehr, weil ihr abgesichert habt. Einer hinten absichern noch. Ich gucke Mitte. Und trotzdem noch absmoken, wenn ihr habt. Hinten schön. Keiner ist Smoke. Habt ihr was gesehen oder schießen wir einfach Mitte? Aus Prinzip? Ich hab nichts gesehen. Das war alles okay. Ja. Let's kill all the enemy. Finale incoming. lass mal Banane rushen. Wir sind jetzt 1000 mal A gegangen. Okay, ich werfe ihn meine AWP an den Kopf. Koop. Ich werfe auf jeden Fall eine HE hoch. Falls wir da pushen. Jo. Oh. Ich mache auch mit. Okay, fuck. Wir sind so schnell langsam geschaltet. Checke noch ein bisschen mit. Schön absmoken dann auch. Okay, CT ist gesmoked. Einer ist on-site. Andi guckt noch Banane, Olli. Ich guck Banane. Andi guckt. Ach, schlecht. Achso, der guckt schon. Aua! Ja. Achtung, ich mach. Oh, also eigentlich hallo. Okay, das war extrem dumm. Oh, fuck! Deckt mich einer zur Kathedrale, bitte. Ich kann, hab Kathedrale im Blick. CT nach Smoken. Hat jemand eine Smoke? Ich hab keine mehr. Kathedrale einer? Ja. Molly ich. Nein! Einer kommt Banane. Einer kommt Banane. Ich bin nicht mehr da. Ja. Ich schau Banane. Ja, Steps, Kathedrale. Kathedrale ist down. Cool, sehr schön gestanden alle. Da war er. Sauber. Nice. Sehr schön, Jungs. Kein No-Scope. Nee, sorry. Bin ich jetzt raus aus dem Team, René? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Naja. Was machen wir? Aber so. Machen wir noch. Geht doch falsche Mitte und dann über Mitte. Also. Alle über Mitte? Ne, einer Hausmeister. Radio! Gaga. Okay, ich gehe über Mitte. Leise aber Radio. Und ohne HE. Einer hinten absichern, nicht, dass einer durchrusht, obwohl das glaube ich nicht passiert. Ne, die rushen ja nie. Wohl. Dann jetzt einmal schön smoken. Ich weiß nicht mehr, wie die geht. Blume gucken rechts oben. Absichern. Das war die Flash, die ist auch nicht schlecht. Und Achtung, links rum steht immer einer direkt, kann man eigentlich wegholen. Smoke geht auf links rum, alle durchrennen. Und auf Spot links. Einer ist Bibliothek drin. Ich nähe rein. Komm, wir gehen zu B. Ja. Schön absichern, perfekt. Gucken, dass nicht die Leute rotieren noch von A. Offside einer hat genadet. Ich seh nichts mehr. Wo offside? Check mal das dunkle Eck. Und frei. Okay. Schläg. Hinterm Brunnen wieder. Wow! Durch die Smoke! Lacht er selber. Leck mich am Arsch.
What the fuck? Sollen wir uns alle auf den Brunnen stellen und eine Pyramide bauen? Ja. Das ist respektlos. Spielt Nein, das ist cool. Wir können dann in alle Richtungen verteidigen. Das ist, ich finde es sehr respektlos. Töte mal einen Fisch. Die kann man kann nicht man? Töten. Doch mit einer Granate. Die schwimmen dann oben. Pyramide auf Boden und alle mit explodieren. Nee, lieber nicht. Das ist abhauen. Ihr lauft voll langsam mit euren Waffen in der Hand. Holle Maul! Gut. Gott sei Dank war dieses der Smoke-Kill nicht zu sehen, sonst wäre ich nächste Runde schon gebannt. Was tun wir? Wollen wir nochmal Banane, gerne mal die jetzt Banane absmoken und durch Mitte gehen? Okay. Absmoken? Ja, Olli kennt die Smoke, aber. Ja. Okay. Er kennt den Weg. Noch nicht durch, bis die Smoke liegt. Ich hab sie verkackt. Okay, cool. Sauber. Nee, hab ich doch nicht. Guck, liegt perfekt. Bärenstark! Da liegt sie einfach perfekt. Ich nähe rechts rum. Ich schieße jetzt einen, hab ich gespottet, da hinten. Hinten. Einer down. Genau, und jetzt gehen auf A. Einer durch Hausmeister noch, der nachrückt. Gelb. Spot frei? Ah! Ja. Genau. Teppich. Hausmeister. Hausmeister, ja. Bibliothek. Sorry. Alter, Hausmeister. Was? Kommt jetzt auf kurz. Bibliothek so, abschmucken. Hab ich gemacht? Ach, Alter, jetzt stehe ich da mitten drin. Ja, ich sollte die absmoken, wenn Chef sagt. Das ist korrekt. So, jetzt einmal absichern. Okay, ich gucke den Balkon gerade, okay? Okay. Ich hab CD-Base. Der ist kurz gewesen, einer. Bam, bam. Schön. So hat's gemacht. Falls sich jemand gefragt hat. Mhm. Ich hab ins Gesicht. Gefragt. Ich hab mich gerade noch gefragt, wie hat's eigentlich gemacht? Bam, bam. Ah. Und jetzt, großer Meister? Denkt euch was aus. Einmal wie Team Expert fühlen. Wir gehen Banane. Ach, die sind MacDougall, cool. MacDougall, ja. Ich will irgendwie Werbung. Sorry. So. I didn't mean to hurt you. Flash, ich mach Flash. Okay, ich smoke. Okay. Ich smoke CT. Smoke Kathedrale. Hab ich auch gerade gemacht. Mach okay, nicht. Dann oben. Oben. Slow. Komm rauf, Jungs. Los. Geht rauf, ihr wisst, wo er steht. Sorry. Achtung, Kathedrale ist auch noch einer. Einer Särge. Ich muss mal nachladen gehen, schnell. Wie so ein König. Den Särge will ich meinem. Nee, kann ich nicht. Fuck. Oh, was machst du? Ich mach total Unsinn. Ich höre hinter mir die ganze Zeit irgendwie nur Chaos. Ja, das war witzig. Ja. Ich flashe. Immer noch auf Spot. Nee. Oh Mann, sorry. Wo denn auf Spot? Nichts, leg alles doch gut, Bombe. Leg die Bombe. Er kommt gleich Kathedrale raus bestimmt, wie so ein König. Und Kathedrale ist einer. Oh ja. Den hat Nils. Kathedrale brennt. Ist noch einer Kathedrale, der letzte ist auch Kathedrale. Sehr schön. Sehr schön, Nils. Gott, war das furchtbar. Alter. Einer hat noch wen anders verletzt mit einer Flash. Ich hab hier Andi reingeschmissen. Ich wollte die weg und jemand hüpft Andi und kriegt hier einen Kopf aufs Gesicht. So, wir machen nochmal A-Split. Also erstmal falsche Mitte und dann aufteilen in Mitte und Haut's. Oh, es tut mir leid, Leute, ich habe gerade gehört, die furiosen Analgelossen liegen 4-7 hinten. What? Das ist nicht gut. Wie, sie liegen hinten? Ja, die liegen hinten, 4-7. Ja, das ist doch gut. Nee, ist nicht gut. Die Analgenossen? Oh, die rushen alle, Banane. Oh, wir helfen, ich komm. Nee, lass uns doch einfach da liegen. Ja, lass uns doch mal liegen. Nein! Ihr Frack-geilen Frack. Ich wollte Olli helfen, das hat doch nichts mit Frack-geil zu tun. Ja, ich hab nur 4. Nein, das ist cool. Ich liebe es, wenn du Frack-geil bist. Das Tanga-Sonderkommando. Einmal ein Ace. Die Tanga-Sonderkommission ist mit 11-4, führt sie gerade. Geil. Auch sehr schön. Oh Gott, FD Sky, Alter. Okay. Welche Map spielen die? Die spielen Kabel. Ach, okay, das ist gut. Nils und ich B, ihr müsst euch irgendwie verständigen. Ja. Also Andi dann wahrscheinlich ich auf A Teppich. Und, ich leg Brand in die Mitte. Was meint ihr eigentlich mit Teppich? Sorry, nicht Teppich. Da dieses Haus. Glaube, da oben drin. In das Gebäude, egal wohin da. Da rein. Ja, ich glaube, es wird A, weil ich nichts sehe, Banane, aber
Ja, einer ist in dem Teppich aufschritte. Ja, ich glaube, die kommen A. Jo. Ich verschieb schon mal. Ja. Okay, ich gehe auch rüber in den Sandkasten. Okay, Bombe ist A, ich komm von hinten. Bombe ist A. Nice. Oh Gott! Ich will. Einer geht für einer ist Hausmeister. Hausmeister. Ja, Bombe liegt immer noch auf A. Die hat Ben im Blick, ne? Oh, ich hab Mitte. Ja. Nicht mehr. Das war meine. Ruhe, bitte. Onside irgendwo. Oh, von hinten. Der war auch super low. Ja. Sehr schön. Ah, gut geholt, aufgeteilt. Oh. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Runde noch holen. Ich wohl. Easy. Ich hab dir echt auch. Also ich hab schon Granaten vorbeischwimmen sehen. So, kauft. Ich kaufe. Jetzt, wenn du eine HE hast, lass uns die direkt Banane runterwerfen. Machen wir, so habe ich. Geil. Ich werf die erste, du machst 5 Kills mit der zweiten. Yes, sir. Oh nein, ich bin ja. Ich habe mir jetzt versehentlich eine Scout gekauft. Die Mad Lions sind auch durch. 16-1. Ne. Die Mad Lions. Banane. Banane liegt, Banane. Bombe. Oh, shit. Einer lebt oder zwei noch. Mitte unten. Jagen! Jagen! Los! Sauer, Jungs. Sehr schön. Danke. Okay, wer gutes Spiel, gutes Spiel. Wer hätte mit einem 16-1-Sieg gerechnet? Die Expert Girls. Also aus ihrer Sicht. Das ist unser erster Sieg in diesem Ausmaß, oder? Ja, das bedeutet, lass es nicht den letzten sein. Konfetti, wie man es bei Andi sieht, sehr schön. Konfetti ist immer cool. Sehr. Ne? Konfetti. Ja, hier können wir uns jetzt noch krasse Stats angucken. Genau, hier können wir mal kurz Stats angucken. Sumari. Aber die sind noch wie ein Bild. Und es rutschen auch schon einige Leute weiter. Ja, wir können mal den Dings, das Dödel hier angucken. Wie heißt der? Ja, ich bin hier drauf. Den Dödel? Den Dödel anschauen. Statistics natürlich sind einige nicht da gewesen, zum Beispiel hier. Das interessiert nicht. Hier spielen schon wieder welche, da können wir nicht reingucken. Hier haben auf jeden Fall die abgezwatschen oder abzwatschen. 16-2 gewonnen. What? Abgezwatscht. Sehr schön. Dann haben wir hier Team Limited, 16-1. Oh, Team Limited? Was ist denn los? Was ist denn das für ein krasses Verkauf? Was ist Team Limited, ein krasser Verein? Ole, so, wir Rock, wie ein super krasses Schwein. Flo hat einen Haschen, Ben geht ab. Ben geht ab. Und Andi sind auch dabei. Ja, Team Mystics hat 16-3 gegen RHG gewonnen. Auch ganz gut hier. Dann haben wir noch Bolem gegen Backpack, auch 16-3 gewonnen. Was ist los hier auf Cash? Was ist los? Dann hier 16-0. Okay, das ist FC Dachdecker haben auf jeden Fall das Dach abgeräumt heute. 16-0. Dann haben wir hier noch die. Ey, krass, ich möchte aber mal kurz sagen, wir haben 16-1 gewonnen, aber drei Leute aus dem gegnerischen Team hatten bessere, deutlich bessere Headshot-Werte als wir. Ich habe halt nur mit AWP gespielt. Die V-Mate jetzt 16-1 gegen EPZ. Auch weiter. Ich habe viel gesprayt auf jeden Fall. Der ist hier Rausch. Was haben wo wir siehst hier du noch? Das? Zeig mir, wo drücke ich drauf, damit ich das auch sehe. Ich gehe auf Tournament. Aber ihr geht gleich die nächste Runde. Das nächste geht auch bald los. Wann denn? Gegen wenn die anderen jetzt durch sind, dann werdet ihr gleich eingeladen. Wir spielen jetzt. Die sind noch nicht fertig, die beiden. Aber da gibt es bestimmt noch eine Pause zwischen, oder? Wie steht es denn bei denen? Ja, wir gehen gleich in die Pause. Da können wir direkt reingucken. Ich kann hier auch auf Watch klicken. Watsch. Witsche, Watsche. Wieso spielst du auch 0-0? Was ist da los? So, da steht es 15-17. Oh, okay, alle, die halt auch einen Account auf cme.gg haben, dafür braucht ihr nicht Counter-Strike. Ihr könnt euch da einfach anloggen. Dann könnt ihr auch hier wie beim Ticker oder wie heißt es? Wo guckt ihr Fußball? Fußball? Ich weiß, beim Ticker? Ticker? Bei meinem Ticker gucke ich keinen Fußball. Da muss man immer so lange warten beim Ticker. So. Ja, hier ist ein Live-Ticker, heißt es, glaube ich. Ne? Ich gucke keinen Fußball, so weiß ich nicht. Aber hier könnt ihr sehen, was gerade passiert. 15-7. Anscheinend spielen wir gleich gegen Ivo. Ja. Wollen gegen wir dann kurz Ivo? Eine Werbung machen? Und ja, dann machen wir jetzt schnell eine Werbung und dann geht's gleich weiter. Ich bin aufgeregt. Ihr auch? Ja, klar. Ja, total. Bis gleich. Oh, Lukas Podolski zurück bei Team Limited, meine Damen und Herren. Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, habe ich das gesagt gerade? Das habe ich doch nicht gesagt. Dann habt ihr verpasst, wie wir gerade 16-1 gegen, wie hießen Sie? Lothar. Gewonnen. Jota. Vielen Dank, Jungs, für das Match. Jetzt wisst ihr, wie wir uns gefühlt haben, als wir gegen, gegen Swifty und ihren Clan Ginger. Shifty. Shifty. Shifty und Ginger. Swifty war jemand anders. Und
Duplo Spice. Duplo Spice. Genau. Und das war toll. Und das hat Spaß gemacht. Und wir haben auf jeden Fall einen Sieg safe. Wir sind nicht in Runde 1 rausgeflogen. Nee. Und da das ja Zufallsprinzip war, wir wussten ja nicht, gegen wen wir spielen. Das ist jetzt ja nicht die Playoff-System, dass man erstmal gegen eine schlechte Mannschaft spielt oder so. Sondern wir hätten ja auch Yoshis Clan ziehen können. Ja, oder die Wise Wizards. Oder die Wise Wizards. Oder die Unbelievable Beautiful Frag Guys Machines. From The Frag Machine Planet. Weil ja. Die Hummer-Metzger. Die Hummer-Metzger. Genau, und ich glaube, es ist in Kürze soweit, dass das zweite Match schon startet. 4,5 Minuten. In 4,5 Minuten. Bei FD Sky steht es gerade 9-9, ey. Ui. Wo steht es denn bei den Team Limited Fanboys jetzt? Bei den Team Limited Fanboys, da steht es, ich guck kurz mal rein. Wo haben wir denn die Jungs? So, Raketenbrause macht's möglich. Hey, so sieht's aus. Fühlt ihr euch ein bisschen matt? Bei Ben und mir sieht man das. Ne? Sieht man es in der Totalen vielleicht, was wir hier schon weggehauen haben? Man sieht es auch an den Händen. Nicht zu viel, ne? Ja, man darf da nicht overpacen. Das Problem ist, keiner weiß, was bei dir passiert. Steht, du hättest dein Cheat-Dings hier nicht an. Nicht oh, ja, aber das ist... Das sollten wir eben regeln, ja, ne? Aber ich hab's ja auch... Also ich cheate ja auch. Wie soll das so? Die Limited-Fanboys steht's 13-11. Sie haben noch mal die Führung rausgeholt. Nein, das ist nicht möglich. Oh, oh. Der Kackladen ist schon wieder abgestürzt. Ja, ist noch Zeit. Ja, nee. Wie lange denn noch? Hilf noch mir. Vier Minuten. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, warum er es jetzt den ganzen Tag macht, ey. Der ist, vielleicht braucht er Raketenbrause. Soll ich mal was ins Gehäuse kippen? Gerne, ja. Wahrscheinlich hat er zu viel Raketenbrause schon. Möglich, ja. Vielleicht war es das Tor vom Podolski. War schon gestern saufen oder was? Nee. Mit dem gehe ich nicht mehr saufen. Die Genitalia-Vorhauten gegen Team Limited Fan. Kann man nicht eigentlich 13, mal den Rechner ganz rechts gegen deinen tauschen? Nee, dann stürzt ja meiner ab. Aber du guckst ja hin und zu. Ja, ich guck gerade, der Emperor hat seine ganzen letzten 5 Spiele gewonnen. Ach was, echt? Ja. Aber insgesamt steht es bei ihm 49-47. Und man sieht ja sogar die Ranks. Und er hat einen Freund. Oh, das ist verdächtig. So, jetzt, wir haben nur noch ein paar Minuten. Ja, ich bin nicht... Ich edit ihn einfach als Freund, also weil er ist Master. Google Chrome. Shit, der hat 2 AKs, ne? Jo. Noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten, das passt. Das mach ich hier weg. Ja, aber das sind ja diese... Ja. Okay, der eine hat 166 Stunden CS. Das kommt doch gar nicht mehr sein. Das vielleicht Smurf. Der andere hat 485 Stunden. Smurf. Smurf. Der dritte hat... Smurf. 14,11. 1200 Stunden. Smurf. So, Schatz, jetzt willst du hier wieder, dass ich irgendwas mache, ne? Nee, jetzt ist alles klar. Oh, jetzt habe ich hier wieder... Du kannst das Spiel jetzt schon mal starten. 900 Stunden. Das mache ich auch. Kein Smurf. Und dann bist du wieder drin. Und der fünfte... Bibliothek. Comes with go. Dieses Profil ist privat. Smurf. Hast du gerade die Gegner ausgecheckt? Ja. Die sind ein Stück besser als die gerade. Und alle Smurfs. 14-11 für die Team Limited Fanboys. Da müssen wir so konzentriert wie gerade spielen. Ja. Ich bin gespannt, auf welche wieder Inferno. Auf welche Map. Ja, mal gucken, was die bannen, ne? Mhm. Spinboard. Die Taktik mit dem Brunnen fand ich ganz gut. Wenn wir die vielleicht einfach... Da oben mit dem Turm. Was willst du machen, wenn da so ein Turm auf dich zukommt? Also den Turmbau zu... Kann man sich bewegen? Also wenn man das wirklich gut timet, kann man sich als Turm durch die Map bewegen? Ja, aber dann sind wir ja unbesiegt. Ich habe das ohne Witz bei auf Cash gesehen. Da hat... Ich glaube, Virtus Pro macht das manchmal. Dass einer auf dem Container steht auf A... Einer springt übers Geländer auf ihn drauf, dann laufen die zusammen als Turm und dann springt der oben auf die Kiste ganz vorne links und da vermutet den niemand. Das ist mega krasse Timing-Action natürlich, aber wenn du es drauf hast, ist bist du unbesiegbar. Dann lass uns das doch mal machen. Klingt nach einer Taktik, die wir jetzt mal kurz einbauen sollten. Wer weiß, wo man überall hinkommt, wenn man das zu 5 macht. Du kommst dann ganz irgendwie außerhalb der Skybox und die sehen dich nicht und du schießt einfach vom Himmel und die denken, das ist Gott. Wahrscheinlich. Aufgeben, auf 1 auf 1. So wie bei Monty Python, dass dann irgendwie so ein riesen Fuß vom Himmel kommt. Nein, einfach warten. In 1 Minute und 8 Sekunden geht das nächste Match los. Zumindest kommt dann das Map-Voting, das Map-Bann. Sollen wir nochmal Inferno spielen einfach? Wenn es überbleibt, vielleicht haben die jetzt Angst, weil die gerade zugeguckt haben und bannen. Die können gerne jetzt zugucken, die haben auch selber gespielt. Naja, aber jetzt ist denen langweilig und die gucken uns. Hallo. Ja, hallo. Ja, jetzt habt ihr Inferno gesagt. Und Dalonikos. Aber man darf nicht lunsen beim Stream gucken, ne? Das ist echt... Snipen ist nicht mal einmal kurz reinlunsen. Nee, wer denn streamt, das ist wie cheaten in den Stream schauen. Ja, stimmt wohl. Das ist nicht okay. Aber wir haben ja Delay an. Ja, bei 120 Sekunden. 10 Minuten. Wie viele Minuten? 20. 4 Tage. Sekunden. Eine Woche. Das haben wir schon. Eine Woche. Das Turnier war eine 24 Stunden im Monat. 30 Sekunden noch. Hab gehört, Kenneth wird gespielt. Naja. Ja, so. Nils, der Rechner läuft noch, aber jetzt haben wir keine Chance mehr, überhaupt irgendwas zu retten. Sonst sind wir nämlich raus. Wenn wir den Rechner läuft, werden wir dann wirklich disqualifiziert, oder was? Ich kann nicht aus meiner Haut.
So, gegen Evoke. Nein, da kann ich bestimmt irgendwas Team Limited Fanboys, 15-11. Oh, deine Flasche ist auch echt. Naja, noch nicht. Dann. Aber doch mal meine Flasche. 15-11 am Gewinnen. Du bist nur noch Buffer. Du bist eine Flasche. So. 2 Sekunden, 1 oh, oh, 15-12. Und geht los. Geht es los. Nils bannt wieder Maps. Ich hab die Krone. Genau, Nils hat den ersten Map bannen. Oh, wir sind am Bannen. Was sollen wir bannen? Als Train weg. Train weg. Echt? Ja. Ja. Wir bannen sonst alles Train weg, was wir nicht können. Train. Aber lass uns gucken, dass wir Overpass kriegen, wenn es geht. Ja, Hauptsache mal keinen von, also ja, kein Jukka-Trade. Sag's doch noch lauter. Richtig. Okay, Kobbel weg. Ja. Tschüss, Kobbel. Und das nächste ist Nuke weg. Man, die wissen ja, was wir wegvoten wollen. Ja. Ja, ja. Also, ich meine, ja, wir können 3 Maps perfekt. Also die haben keine Chance zu entfliehen. Also ich würde, ja, Cash und Nuke. Okay, Nuke ist weg, dann würde ich jetzt Cash weg. Cash weg? Mach Cash. Cash ist weg. Dann gibt es kein Cashback. Und es wird Inferno werden. Nein, es wird Mirage, Alter. Mirage, Inferno. Und es wird Inferno. Oh Mann, da haben wir ein bisschen Übung schon. Ihr habt euch übrigens warm gespielt. Jetzt gibt's die neuen Server und dann spielt ihr da drauf. Ich bin jetzt, ich möchte ins Bett. Play. Alles so wie eben. Alright. Server antwortet mich. Ja, müsst ein bisschen warten, dann hat er sich wieder gefangen. Das war eben auch so. Play. Go play game. Hoffentlich stürzen die Spiele jetzt nicht wieder ab. Das ja, so das wäre nice. Nein, macht das passiert schon nicht. Das wäre so schön. Dim. Aktualisieren. Sehr viele Leute sind noch am Stream. Also wenn ihr auf der Page seid, viele gucken auch die anderen Streams. Ja, jetzt geht's. Guck mal, wie es bei FD Sky steht, bitte. Das ist jetzt soll das ja gehen. Wie steht's bei den Team Limited Fanboys eher? Da stand es gerade 15-11. Ich glaube, sie haben gewonnen, ja. Witter. Gern. So wie eben, Jungs. Bisschen fokussierter. Nur noch besser jetzt. Mhm. Ja. Noch fokussierter. Noch also es wird hundertprozentig schwieriger, aber ja. Ja. Ruhig aber nicht feige. Das wäre doch was. Ruhig aber nicht feige. Das klingt FD gut. Sky 12-11. Oh Mann, das ist eine knappe Kiste anscheinend. Die furiosen Analgenossen. Hast du Play gedrückt? Ich hab Play gedrückt, aber ich komme in den Kaufzeug rein. Das ist, weil wir sehr, sehr einfach gestrickt sind. Eventuell, ja. Nein. Na, was geschieht hier? Jetzt ist mein Computer schon richtige, echte Waffen. Ist mein Computer kaputt? Oh nein. Nein. Ich weiß es nicht, was da los ist. Nix. Ja, wir machen jetzt nochmal 3 Minuten. Komm nochmal raus. Komm ich noch raus? Ich komm nicht raus. Ich höre Schussgeräusche. Warte kurz noch. Boah, das ist so. Aber das nervt, wenn die alle treffen, ey. Schrecklich. Ich sehe aber nichts. Ich höre Schussgeräusche. Aber ich höre Schuss, aber sehe nicht. Also ich sehe halt gerade gar nichts. Vielleicht lieber noch meinen PC neu starten, oder? Noch haben wir 3 Minuten. Kommst du überhaupt nicht raus? Nope. So, ich kaufe jetzt auch was Geiles. Super, wir haben wie viele Team Limited Folgen? Haben nie Probleme mit dem PC? Na, außer Nils. Shit, Mann. Was ist los? Rechneraufgang? Ich hab ja kein Bild. Aber Zorn. Geil, das Haus kaputt gebombt. Jetzt habe ich nicht mal mehr Sound. Jetzt habe ich Sound, aber hey, kein Bild. Warum? Olli, haben wir auch kein Bild. Hm? Ach so, das bist du, das ist dein Rechner. Was muss ich machen? Gucken wir mal hier. Noch haben wir 2,5 Minuten, also vielleicht PC restarten. Ja. Das kann doch nicht angehen, Harry, ne? Kann er dann wieder joinen? Ja. Ja, wir können ansonsten noch mal eine Pause machen nach dem Knife Round oder so. Oder ja, vor der Knife Round vielleicht? Ja, ja. Alles gut. Okay, mein CS ist ausgegangen. Ernsthaft? Nee. Da bist du vom Server auf einmal verschwunden. Ja. Hast du schon wieder gedrückt? Okay. Naja. Hast du sonst einmal noch mal Dings ausloggen, einloggen und Page neu laden? Oh, yeah, yeah, yeah. Nur ihr beiden habt Probleme hier. Oh, ist das hier? Das oder ist was? Doch schön. Ja, jetzt bist du schon im Spiel, jetzt warte. Okay. Wer ist im Spiel? Mein Spiel. Aber du wirst gleich wieder ausfliegen. Meinst du? Ja. Startet er nicht? Doch. Kein Pass. What? Gut, haben wir hier den Client. Direkt. Ja. So 1:30 noch offene Phase. 1, 2, 3, 4. Soll ich das lieber jetzt nochmal aus und wieder anmachen? Ja. Und jetzt soll ich über die Homepage wieder gehen von Challenge Me GG, richtig? Ja. Chrome aufmachen. Logout. Ich muss wieder herstellen. Kurz einloggen sofort. Oh, die kommen hier schon rumgerannt. Die sollen mal. Seid ihr am Knifen gerade? Genau. Nee. Warm-up läuft noch. Okay. Muss hier klicken. Oh, jetzt hole ich sie mir. Bam. Oh, das bist Kollege. Ja. Ach. Du
egal, komm, ich will jetzt auch mal siegreich sein. Ja. Ui. Aber es gibt ja die alte Regel, wer beim Aufwärmen gut ist, ist im Spiel schlecht. Alte Regel, klassische. Alte Regel. Was mache ich denn jetzt? Ich mache irgendwas Verrücktes. Gewehre. So. Eine Minute noch. Wo ist mein... So, ich kaufe jetzt eine Mode. Nee, du musst warten, bis du connected. In-game, go back to Lobby, play. Stop, hab ich die Boys da. Und eventuell okay, Girls kommen auf jeden Fall schon ein krasseres Aim. Das habe ich schon gescoutet jetzt. Ja, auf jeden Fall. Hier. 35 Sekunden. Alter. Ja, ich, bei mir startet nicht das, unbesiegbar. Und dann bleibe ich zwar drinnen, damit besiegt. Die Runde auch startet. Nicht, dass ihr dann... Startet das Spiel! Boah, ey. Okay, Jungs. Oh. Komm schon, go, go. Alter. Die sind, glaube ich, gar nicht Guck so schlecht. Ja. Entsprechend müssen wir noch ein bisschen konzentrierter spielen als eben. Kriegen wir schon hin. Jetzt muss ich wieder raus. Aber die wissen ja nicht, dass wir extra schlecht spielen jetzt. Hier ja. Ich habe die ganze Zeit auch mit einer Hand gespielt. 5, 6, 5, 4. Sind wir wieder komplett? Bam, 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 bam. Ich komme sofort. Okay. Okay, ich knife die wieder. Sag denen mal, die sollen eine Sekunde warten. Ich glaube, du bist jetzt... Ich glaube, du bist... ich glaube, ich komme noch schnell. Oder bin ich ein Bot? Bin ich schon ein Bot? Nein, wir sind einfach nur zu viert. Nein, go. Da bin ich. Yes! Alter, wow. Nice! Alter. Sekunden Landung, ey. Ich bin sehr... Okay, ab jetzt Concentration. Yes. Oha. Da sind sie, sie sind da! Lass uns eine Mauer bilden! Okay, ein Turm, ein Turm! Ein Todesturm! Todesturm! Todesmesserturm! Komm her! Kommt jetzt zum Messerkampf! Ihr Lumpensäcke! Ah! Mann, ich bin wieder da. Ich wollte mich umzingeln! Haben sie auch geschafft! Ah, nein! Schade, schade! Oh oh! Also, ich hab 3 geknifed. Kommt schon, Jungs! Ich leg die Bombe! Was passiert dann? Gewinnt man dann die Messerrunde? Ja, natürlich! Die dürfen ja nicht entschärfen, ist ja Messerrunde. Yes! Strauß, komm! Oh, oh. Er hat mich geschnitten mit seinem Degen. Gut. Guck, ob die bleiben oder switchen wollen. Ja, wo die bleiben. Stay. Stay. Wir machen dasselbe wie eben. Me. Was war das? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Was machen wir? Was wir haben wir denn eben noch gemacht? Wir haben falsche Mitte und dann Split gemacht, glaube ich. Echt? Okay. Puh, ist das spannend. Ey, zeichnen wir auf? Oh. Ach ja, genau. Warte, ich muss alle warten. Wie war das Record. Nochmal? Record, danke. Record Game 2. Go, go. Wartet auf mich. Ach. Oh. Okay. Warte noch kurz, Olli, auf den Rest. Ja. Okay. Macht. Pin. Ich höre Schüsse. Das ist auf B. Wer geht jetzt? Ich gehe Mitte. Ich gehe auch Mitte. Raus. Okay. Dann gehe ich mit. Ben, warte noch. Teppich. Die schießen schon hier hin. Warte, bis die im Teppich sind. Guck mal nach links, ich guck nach rechts. Einer down. Einer Teppich hinten. Der ist nach links, glaube ich. Ne, unter uns. Unter uns, unter uns. Oh, was ist da los? Bibliothek ist einer, ich sende. Sorry, weil du messern wolltest. Ruhig bleiben jetzt, ruhig bleiben. Okay. Nein! Versteckt euch irgendwo. Sie wurden aus der Sitzung geworfen. Hast du das Cheating nicht angehabt? Doch, ich hab ruhig. Das Cheating an. Nein. Ist egal. Fuck, einer ist auf on-site. Diffused. Schade. Fuck. Ich hab minus 1, ist sehr unangenehm. Warum messerst du den denn auf? Warum denn nicht? Meine Waffe war leer. Aber ist meine Schuld. Ich versuch nur irgendwie, dich damit reinzuziehen. Bist du wieder drin? Ja, ich bin da. Okay, dann mache ich Unpause. Jo, ich hab die Fehlermeldung nicht gesehen, keine Ahnung. Wir machen, also ihr macht Full Eco. Ich habe sehr viel Geld. Ich kaufe mal irgendwie eine Deagle, ihr macht Full Eco, dann können wir nämlich nächste Runde Full Buy machen. Okay. Alright, Sir. Was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen schnell falsche Mitte und dann alle Mitte. Okay. Und dann gucken wir mal, was und da so geht. Und dann auf A oder was? Oder? Ja. Ey, mein Laufen funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Doch. Ernsthaft? Wirklich, es ging gerade nicht. Jeder Fehler, den es gibt auf der Welt. Okay, jetzt alle links, Mitte. Durch. Shit, durch. Egal. Hinter uns. Laube. Bleib zusammen. Ich geh lang. Hey!
Komm, wir gehen über Base. Ja, jetzt bin ich draufgegangen. Jetzt liegt die Bombe auf A. Ja, kacke. A lang. Okay, egal. Bisschen ruhiger spielen, bisschen besser absprechen. Das war eben Chaos. Ja. Einer kommt von rechts jetzt, genau. Schade. Okay, aber wir müssten full buyen können. Machen wir dann auch. Das sind die ersten drei Runden immer. Und da ich gut stehe... Was machen wir denn? Würde ich sagen, wir gehen mal Banane. Ich werfe da direkt eine HE. Ich auch. Dann nehme ich auch eine HE. Ne, ich nehm Blend. 2 Stunden. Passt auf, dass die jetzt nicht irgendwie mit der Arbe schon irgendwie da stehen oder so, ne? Ja. Ich bleib hinten und schau, ob einer kommt. Sie haben uns angezündet, also sie zünden. Ich hab CT gesmoked. Leider keine Smoke. Ich glaube, einer war Särge, hat einer. Särge, Smoke ist geworfen. Einer ist auf Spot. Gehen wir rein? Ja, auf alle. Einer ist rechts. Okay, nicht gut. Also gehen wir jetzt nicht, oder was? Naja. Ja, wenn das ja jetzt nicht mehr, jetzt geht's zurück. Ah, jetzt bin ich aber! Also ich wurde von zwei ins Kreuzfeuer genommen. Ben, komm. Ben, der ist hinter uns. Fuck. Oh oh. Okay. Wenn das Schade. Go kommt, geht okay. rauf. Genau. Bleibt nicht hinten stehen. Einer ist stehen geblieben ich und hat nach hinten gegangen. Dann sind aber alle nach hinten gegangen. Ist egal. Also wenn das Go kommt, lauft alle rauf. Nicht okay, wir machen eine halbe Eco, nicht unter 2000 kaufen. Okay, das war echt dumm. Und dann machen wir nochmal falsche Mitte, hochrushen und dann über Mitte. Sicher? Ja. Das hat eigentlich nicht schlecht funktioniert. Wir haben den ersten direkt geholt. Ja, das war zu hektisch und wieder kopflos. Mhm. Mitte rechts ist weiter, einer. Weiter, nicht stehen bleiben jetzt. Links. Hausmeister. Oh Mann. Lol. Ace. Ja. Na, fast. Ja. Okay, full buy. Und dann machen wir... Okay. Machen wir mal wieder eine langsame Aufstellung. Ja, lass uns mal wirklich ruhig machen. Vielleicht Default oder so. Ja, genau. Hm. Olli guckt Mitte, ich guck mal ein bisschen Banane rein. Die anderen so ein bisschen falsche Mitte und Haus aufteilen. Flash mit. Mitte müssten zwei stehen, sie haben zwei Smokes geworfen nacheinander. Sollen wir Richtung B rotieren? B ist eine Smoke gerade. Ja, die halten uns schön hin mit Smoke. Noch einer ist Kathedrale auf. Wollen wir rotieren oder bevor wir was machen? Ja, und lass noch warten. Gibt noch genug Zeit. Mach Stress auf B und wir gehen geradeaus. Ja, okay. Kommt eine dritte, sind auf jeden Fall 3A, die haben dreimal abgesmoked. Dann die haben dreimal Flo noch ein bisschen mehr Terror. Ja, dann mach ich. Wir müssen jetzt nur allmählich mal, was haben noch 30 Sekunden. Ja, ihr müsst da mal ein bisschen pushen, ich mach hier. Okay, gehen wir jetzt A drauf, oder was? Ja. Jetzt? Warte, ich smoke hier mal nach links ab. Flasche einmal rüber. Und jetzt gehen wir... Einer ist Sandkasten, ist low. Oh, fuck. Ja, keine Chance. Kommt von Bibliothek. Immer Bibliothek 2. 7, 6, 5, 4. Nicht nach der Zeit sterben, ganz wichtig. Schön. Oh Mann, Kacke, Alter. Ja, wir müssen eine Eco machen, weil Olli nichts hat. Können sich mal irgendwie Pistols kaufen oder so. Ja, aber Olli hat doch eine AK. Ja, aber trotzdem. Ja, okay. Also Olli hat die AK. Gemacht, also können wir auch kaufen, dann lass uns forcen, Wie, forcen? Ja. Okay. Wir wollen die Runde haben, jetzt. Kann man sagen, oder? Ja. Das ist so shit. Was machen wir? Stellen uns wieder ein bisschen langsam auf. Also.
Da! Schmunzel. Dann gehe ich zur Mitte rüber. Dann lass ihn gleichzeitig raufpushen. Richtung A, oder? Ja. Nun? Wir kommen dann von allen Seiten quasi. Seid ihr alle soweit? Ja, ich smoke noch Mitte links. Okay, warte. Okay. Okay, und rauf. Oh, hinter uns, hinter uns. Ach, die Smoke lag scheiße. Auch hinten absichern. Scheiße, 30 Sekunden. Machen wir irgendwas? Also einer war mit dem Links eben noch. Einer Sandkasten. Sandkasten. Bibliothek ist noch einer und Sandkasten. Ah, geil. Fuck. Ja, Spots abgucken, Granaten benutzen. Dort könntet ihr auch Modi reinschmeißen können, Flashes benutzen können. Granaten sind nicht nur da, um sie im Inventar zu behalten. Nochmal schön sammeln, bloß sagt, was los ist. Können wir jetzt okay, offensichtlich kaufen wir, weil Nils gekauft hat. Sorry, ey, ich dachte, das machen wir jetzt. Das ist naja, wir warten auf eine Ansage. Okay. Aber jetzt forcen wir dann. Lass uns nochmal falsche Mitte und dann splitten. Wir warten deren Granaten ein bisschen ab. Wenn ihr durch die Mitte geht, smoket Mitte links ab, flasht rechts und geht rauf. Die haben selbst schon mit abgesmoked. Alter, vor allem steppst du dann jedes Mal, ne, was die hören. Oben drin ist einer. Oh ne, sorry, der Ventilator. Jetzt wissen sie eh, dass wir hier sind. Steppventilator. Ja, ich war mir sicher, dass es ein Kopf also, ist. Wir sind Teppich vorne. Macht mal was in der Mitte. Linke Seite. Einer steht da. Wo? Wo? Aber wer war die von uns? Oh, warum? warum macht ihr das mit mir? Oben einer auf der Lauer. Ey! Ah! Psch. Die sollen was hören. Ja, Sandkasten. Bombe ist akkurat. CT-Map. Ich werde gleich. Lass uns mal irgendwie eine halbe Spar machen mit Pistols einfach. Sollen wir mal Banane gehen? Ja, wir gehen mal Banane hoch. Und aber lass uns kurz warten, weil die werfen am Anfang immer zwei HEs. Wenn wir da drin stehen, sind wir sofort tot, alle fünf. Lass die kurz abwarten und dann da durchrushen. Das war die erste, das war die zweite. Okay, und jetzt go, go, go. Einer Quad. Quad. Immer noch Quad, Mann. Okay. CT war nicht Full bei. Ja, wir hatten ja auch nur Pistols gekauft. Genau, ich würde sagen, wir machen genau das gleiche nochmal jetzt mit dem Full bei. Und smoken dann nämlich CT ab. Flashen da auch nochmal hin. Das waren beide Nades. Ja. Ja, wir können trotzdem ein bisschen langsam machen. Weil die stehen hier eigentlich nie offensiv. Okay. Ich smoke und sobald ich smoke raus ist, go. Was smokest du? Särge, Särge und on site. Und off spot. Shit, ich bin voll ins Feuer. Wer hat da den Molly geschmissen? Der. Ah, okay. Alter, shit. Haben die gut gemacht. Ja. Jetzt stehen wir hier. Warte, ich flash mal und dann gehen wir rauf, okay? Ja. Ihr wisst, wo sie stehen ungefähr. Sie haben auch schon rotiert, ne? Also, alle sind jetzt da. Gehen wir? Da kommt der nächste Molly. Stehen vor meinem CT. Einen Spot habe ich, aber. Habe ich den erwischt? Ja. Nice. Im Runterkommen. Ja, Safety.
Oh je. Yeah. Die verteidigen das auch gut, muss man sagen. Aber irgendwie habe ich, also ich sehe es nicht. René, du vielleicht, habe ich so das Gefühl, wir haben trotzdem nicht alle den Go gemacht. Nicht wirklich alle. Der Molly kam halt, da haben sich welche zurückgezogen. Ja, aber ich meine, der Molly lag auf den Stufen, das heißt, man kann trotzdem da rechts vorbei und versuchen, den beim Quad zu holen. Ja, sowas könnt ihr auch mit der Smoke ausmachen, also da sind genug Leute da. Also zwei Smokes sind weg, eine Smoke mit Rechtsklick auf Molly. Voll bei, oder? Ja, kaufen. Aber es sind so Kleinigkeiten, die kommen jetzt mit. Ich muss da halt durchs Feuer zurück, weil wenn ich durchgelaufen wäre, wäre ich tot. Ja. Ja, das ging mir ähnlich, ehrlich gesagt. Ich würde eigentlich sagen, wir machen das trotzdem nochmal, weil ich habe so das Gefühl, sicher, das ist die einzige Chance. Ja, wir können das machen, nur dass wir dann nicht auf Zeit gehen, sondern dass wir Richtung CT latschen. Sehr, und dass wir von CT dann Richtung A rennen. Wir sind jetzt in der Überzahl gerade. Ja. Lass uns langsam Banane vorgehen. Guck mal, jetzt haben sie uns quasi im B abgesmoked. Ja. Wenn wir jetzt hier links smoken, Richtung Särge, dass wir dann rechts durchpushen können. Versteht ihr? Mhm. Mal machen. Ich smoke noch vor den Treppen. And go. Okay, Vorsicht. Perfekt. Ja. Komm, und über durch, CD. Durch. Oh, shit, voll rein. Nice. Okay. Nice. Hammer. Und weiter. Ja. Ich schau Banane. Ich gehe in die Bibliothek. Die gehen jetzt auf A, ne, Olli? Ah, okay, rotiert. Aber okay, pass auf, da kann noch was auf Spot sein. Ja. Ich war zu konzentriert. Auf Spot selber nicht, vielleicht. Komm über mit. Shit, auf Spot direkt rechts kurz. Ey. Kurz. Nice, der ist down. Wo ist noch einer? War der hier irgendwo? Versteckt dich auf Spot oder so. Ne, der kommt von Richtung CD Base. Links von dir, Nils. Oh, ey. Ist on-site. Bombe das liegt nicht. Defused nicht. Hat angetäuscht. Wo liegt die denn? Hinter der Kiste. Warte noch kurz. Yes. Yes. Mega gut. Nice. Nein! Oh nein, schade. Okay, wir müssen einfach, wir müssen komplizierter spielen. Ja. Wir können nicht mit unseren Team Limited Taktiken kommen. Ja. Ich habe jetzt kein Geld. Okay, dann hast du. Soll ich dir was droppen? Hast du noch eine FD Sky Taktik? Nee, ich kann mir noch eine AK kaufen. Was heißt FD Sky Taktik? Ich habe leider nur eine Flash. Oder ich meine eine Idee für noch sowas Verrücktes wie eben. Wir können doch mal alle hier über den Balkon durchs Haus ganz hinten rumschleichen oder sowas. Nicht alle klumpen, das ist tödlich, genau, bei denen. Da die einer, zu viert weg. Wenn da einer gut steht, dann holt er alle. Ah, oh, schlecht. Teilt euch ein bisschen auf, habt Map-View, dass ihr ein bisschen was seht. Mitte ist zum Beispiel gesmoked. Einer nice. Haus down. Mitte ist wieder gesmoked. Links steht einer wahrscheinlich. Ja, lass uns nicht über Mitte gehen. Gar keiner geht über Mitte, bitte. Wir gehen alle über, wie die Blöden, über den Balkon. Ah, noch jetzt einer sowieso. Jetzt sowieso. Seid in Überzahl. Attacke. Jetzt sowieso, ja. Ich bin raus aus dem Haus. Smoke. Boah, einer Pit. Ist unten in der Apps. Kommt jetzt hoch, kommt von hinten. Ist auch hier Bibliothek okay. Absmoken. Ich weiß nicht, liegt meine Smoke? Check den Balkon, da kommt wahrscheinlich einer. Einer Bibliothek. Okay, einer von hinten. Mitte. Au. Noch einer von. Wie heißt es? Na, Bibliothek. Nice. Down. Okay, Hauptart. Okay, wir holen Comeback. No! Alter, what? Why, dude?
Dude. Okay, es war trotzdem gut. Wir können das Gleiche machen, wie wir gerade mit B gemacht haben, nur, dass wir alle in Kathedrale noch reingehen und über Kathedrale auf B gehen. Weil sonst holt uns der Typ da hinten immer weg und wir vermeiden sein Feuer. Ja. Also gehen wir jetzt über falsche Mitte oder was? Nee, wir gehen machen den Banane-Dings. Die beiden Nades müssen jetzt gekommen sein. Haben wir zwei Smokes? Ich hab Smoke, eine. Okay, dann muss wieder einer bitte hinten Särge absmoken und einer vorne die Treppen. Genau. So dass der vom Spot aus uns auch nicht sehen kann. Genau. Dann gehen wir über CT und aber hintenrum Kathedrale rein und über hinten dann auf B rauf. Genau. Das ist der Plan. Ich schmeiß mal eine Decoy-Nate, also einfach eine Nate rüber, damit die hier ein bisschen absmoken. Tun die uns den Gefallen? Ja. Yo. Guck, kommt wie gerufen. Nice. Haben wir gelernt. Jetzt schmeißen wir Richtung Särge. Also, geh mal von mir weg, Nummer 5. So. Hat jetzt noch eine vorne für die Treppen. Guckt einer hinten, ja, ne? Ich schau Banane. Jetzt kommt der in Feuer. Jetzt wollen wir umdrehen. Soll ich das löschen? Okay. Ist gelöscht. Jetzt durch diese Smoke, durch am Rand. Nee, doch nicht, haut ab. Oh Gott. Entschuldigung, Chaos. Okay, CT ist eine A, war auch schon. Rotiert mal auf A, aber schnell. Okay, wir müssen schnell rauf, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Okay, komm, let's do it. Oh Mann, auf dem Dach wieder, auf der scheiß Laube. Die Bombe liegt da noch. So, es muss Bombe gelegt werden. Pit. Ist down. Okay, du bist alleine, Olli. Du bist alleine. Ah. Okay, shit. Hab nicht gehört, dass ich alleine bin. Jetzt weiß ich mal, wie sich das andere Ende anfühlt von der AWP. Full Eco. Lecco mio. Außer Ben, der kann sich irgendwie eine Pistole kaufen oder so, wenn er will. Was machen wir denn da? Alle durch, Hausmeister durch. Ja. Also oben ins Haus rein, meinst du? Hausmeister rein und unten wieder raus. Wir können da sogar durch Teppich schleichen einfach, weil da nie einer eigentlich offensiv deckt. Und jetzt steht er da gleich. Go. Achso, wollen wir durchrushen? Oh, das Feuer. Wir wissen schon, dass wir kommen. Woher wissen die das wohl? Ja, weil die ganze Zeit wie die Behinderten. Ja. Ja, wie die Dummen. Aha. Wie die Dummen. Wie die richtig Dummen. Die gehen halt jetzt über den Balkon. Dann steppen wir halt auch wieder. Ja, okay. Oh, da steht einer. Ui. Oh. Ja, okay, komm, jetzt ist egal. Wo war dieser gestanden? Der stand links. Die haben einfach... HE. Okay. Steht einer direkt im Hausmeister. Ah, der müsste low sein. Der ist zurückgegangen. Go. Gehen wir hier durch? Nee. Also sie sind da überall, egal wo ihr durchgeht, jetzt ist er tot. Ja. Also, die können sich überall positionieren. Man hört euch auch von 3 Kilometer entfernt. Ja, oh, hinter dir, Ben. Also ihr müsst euch schon entscheiden, ob ihr rusht oder ob ihr schleicht. Weil wenn ihr da vor dem Balkon ein Party macht, dann hören die euch im Balkon und die können sich alle rotieren. Du hast gesagt, wir sind eh tot, das war demotivierend. Ja, ja, aber das ist alles Renés Schuld eigentlich. Möchte ich nochmal betonen. Ansage? Training. Wir kaufen uns eine Pistole. Sicher? Und eine Smoke. Okay. Und versuchen das B-Ding jetzt nochmal. Und eine Smoke, on the water. Schleichen. Kann jemand CT smoken? Ja. Mach du mal die an. Mach mal jetzt. Dann macht Andi gleich wieder die Särge. Särge liegt, das ist noch einer. Okay, und jetzt wieder durch. Oh fuck. Wie kann die nicht gelöscht sein? Die kamen erst dann. Okay, warte, ich lösche noch Feuer. Ah, okay, nee, jetzt müssen wir zurück. Mann, ey. Merk doch bitte diese Sachen fürs nächste Mal entfernen auf CT. Ja, die machen das schon gut. Das meine ich immer mit. Let's go, let's go. Alter. Geil. Das Tagescope.
keine Granate. Autsch. Wer rennt denn da die ganze Zeit? Ja, also wir waren die ganze Zeit laut. Jetzt schleichen. Okay, halt, dann lass uns so gleichzeitig rausgehen. Der sitzt immer da oben. Komm, raus. Der sitzt immer auf der Kacklaube. Da hinten, Graveyard. Schön. Oh, noch einer direkt angepimmelt, ey. Okay, letzte Runde. Alles kaufen, was ihr könnt. Was machen wir, René? So eine Idee. Benutzt eure Granaten. Lockt sie erstmal raus, dass wir das rausschmeißen und dann. Ist das letzte Runde? Jo. Let's go. Auf der Seite. What's the plan? What's the plan? Wir machen mal wieder so ein bisschen Default, würde ich sagen. Ja, warte mal ins Haus. Ich hoffe, dass er da steht. Die pushen ja nicht. Die pushen nicht, ne. Ja. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht warten. Smuckt einfach mal Laube ab. Laube? Steps. Oh Gott, ich hab eine Arme fallen, lass noch kurz in der Mitte, der ist oben im Haus drin. Ich guck mal, dass er nicht von hinten kommt. Doch, ist jetzt immer noch oben drin, hat mich mit, ja, der Molo, mit dem Molo in der Hand erwischt. Shit. Ja, haben sie sehr gut gemacht. So, jetzt einmal noch Seitenwechsel. Als CT halten. Ich bin super schlecht gerade. Ich schäme mich. Mutter, wenn du jetzt zuguckst, ich bin ein schlechter Sohn. Am den Main, am den Main. Du bist ein guter Junge. Ach, danke, Mama. Flo, sollen wir Granaten kaufen? Oder? Ja, ich hab Granaten. Was bin ich am Gehen? A wieder. Dann kaufe ich auch Granaten. Und zwar richtig Jungs, nice. Wieso steht ihr alle noch am Spawn? Weil ich nachgedacht habe. Okay. Oh Mann, Ich höre ganz viel Steps. Gebt euch was? Okay, alle im Hausmeister. Okay, komm, wir schieben. Bombe ist auch, oh, da. Oh Mann, also drei Stück davon, sorry. Ich alle auf A. Ja. Einer ist. Oh, Sandkasten. Ist so, die anderen verteilen sich gerade gesund. Sehr schön. Plan, ey. On site. Ich hau die jetzt weg. Stehen da kurz. Ja, genau. Mich kann mal interessieren, was die für Ranks haben. Okay, comeback time. Lass mal komplett forcen und A-stacken. Verteilt euch, benutzt Granaten, also. Wie gesagt, alles absmoken. Habt ihr ja gesehen, wie sie es gemacht haben. Macht's einfach nach. Forcen wir, oder? Was hast du jetzt gesagt? Forcen. Also kaufen, ja, was geht. Und dann, ja, gehen wir alle auf Sieg. Wir können ja nicht auf Unentschieden jetzt spielen. Ja. Und dann gehen wir. Ach Quatsch, Unentschieden gehen wir eh auf nicht. A. Ich schreibe kein Problem. Kommt mit B. Allein. Vermutlich. Viele, ja? Nades kamen zumindest. Okay. Ja, es kommen B. Viele Schritte und viele Nades. Durch. Zwei. Drei. Okay, alle rüber. Aha, sag doch, lala. Hab einen. Zwei Kathedrale. Ja, hau sie alle weg. Einer hat noch 50. Das gewinnt. Einer noch. On site. Aha. Sind beide auf Spot. Sitzt hinter dem. Fuck, on site. Beim, links neben dem Brunnen. Das gibt's doch nicht! Wieso hol ich den nicht? Ich bin so ein schlechter Mensch. Okay, kauft alles. Wir kaufen alles, was geht. Ich kaufe eine Schrotflinte. Komm, wir machen eine Fun-Runde. Nein, die holen wir jetzt. Ja, eine so, Comeback ist real. Ja, Fun im Sinne von, guck mal, wie funny das ist, wenn wir euch jetzt hier wegmähen, wie die Prinzessinnen. Und hier den Blumentopf, guck mal, wie wir den zerlegen. Nils, push mich mal da hoch. Okay, ganz schön viel HEs Mitte. Viele Steps Mitte. Geh schon mal rüber, Nils. Alter. Komm alle. Ah, okay. Nee, die. Ja, sie gehen auf A drauf. Vom Sound her. Oder. Oh Mann. Okay. Scheiß. Achtung, Flash. Ja, yes. GG. 16-2.
Die haben sehr gut gespielt. Die haben halt echt. Ey, war echt schön von denen auch die Taktiken, wie sie euch ausgespielt haben, nachdem ihr versucht habt zu pushen. Also die Gegenreaktion, wie ihr die Smokes gelegt habt, auch war super von denen. Kann man nichts gegen meckern. War trotzdem eine schöne Runde. Ihr habt hoffentlich viel gelernt aus deren Sicht. Also, dass ihr mal gesehen habt, wie CT man dann halt gegen agiert und nicht einfach die Leute auf den Spot lässt. Ja. Das Match lade ich mal runter, da werde ich mir ein paar Sachen mal rausgucken fürs nächste Mal Inferno für uns. Die haben sich einfach Overpass nicht getraut. Ja, Overpass ist halt natürlich immer so eine Sache, ne? Welche Map ist so, was uns immer noch fehlt, ist, wenn irgendwas passiert, womit wir nicht rechnen. Also, wenn wir wie so ein Schimpanse, dem man so ein kompliziertes Schloss gibt und dahinter ist eine Erdnuss und er überlegt echt lang und dann stirbt an Altersschwäche, weil er zu lange nachgedacht hat. Ja. Und das ist bei uns immer so, wir kommen in so eine Entscheidungspolizei, da liegt jetzt ein Smoke, rennen wir jetzt durch oder nicht? Und es rennt immer die Hälfte durch und ist tot und die andere Hälfte bleibt zurück. Ja, genau, das ist das Problem. Es rennen die alle oder es rennt nie gar keiner. Das ist ja, ist ja eigentlich das Ding, dass einer die Ansage macht und wenn einer sagt, wir gehen durch, wenn dann nicht die Ansage danach kommt, wir gehen nicht mehr durch, weil da eine Smoke liegt, dann gehen wir durch. Aber so, und dann entscheiden halt zwei für sich selber, sagen, ich finde das gerade unclever, was ja auch vielleicht sein mag, aber auf jeden Fall ist unclever, wenn wir uns aufsplitten, weil wenn zwei reinlaufen, sind die auf jeden Fall genau, tot. Aber was ich auch meine ist, also es ist zumindest mein persönliches Empfinden, wenn wir in einer Situation sind, die wir nie irgendwie trainiert haben, wo nicht klar ist, was jetzt passiert, dann warte ich auf eine Ansage und dann wird aber oft diskutiert oder man weiß gar nicht, wer macht die Ansagen. Ich finde zum Beispiel, Flo, mach du doch einfach die Ansagen und ich höre nur auf dich, so ungefähr. Ja. Oder wenn jemand einen Vorschlag macht, bestätigst du den und bevor du ihn nicht bestätigst, mache ich nichts, so ungefähr. Ja. Weil das ist immer so, dann stehen wir da rum und wie ein Knäuel und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Ja, das stimmt. Na, also viele Sachen kommen auch ungefähr so aus wie Ben gerade. Das wird immer schlimmer. Viele Sachen kommen auch mit der Spielzeit. Also ihr müsst bedenken, dass ihr wirklich einmal in der Woche hier sitzt und die anderen vielleicht zu Hause ab und zu mal ein Match machen. Ja, irgendwann ist diese Routine drin, wo du wirklich weißt, wie du darauf reagierst. Das ist dieses Papierstein-Schere-System. Da liegt ein Molly. Okay, was mache ich darauf? Was kann passieren? Wo kommen die Gegner her? Wie ist die Map aufgebaut? Das ist irgendwann in eurem Gehirn so drin, fest drin, wie bei einem Schachspiel, bei einem guten Typen, der direkt die Gegentaktik weiß. Da wird dann irgendwann nicht mehr nachgefragt. Da wird einfach stumpf, blind im Tunnel dann einfach gespielt. Ja. Und uns fehlt halt einfach die Routine. Wir sind trotzdem die erste Runde weitergekommen, fand ich eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. 16-1. Auf jeden Fall. Und man sieht auch hier übrigens an der Headshot-Rate, dass sie uns auseinander gespielt und nicht geaimt haben, weil nämlich erster Platz bin ich mit 67%, zweiter Platz bist du mit 50% und dritter Platz ist erst irgendein Gegner mit 40%. Zählt der Kill, den ich gegen dich hatte, auch? Das oder? Ist die Frage natürlich. Der mir die Stats ruiniert hat. Ja, aber die waren auch einfach krass, muss man mal sagen. Also da hat man gesehen, dass die halt irgendwie 1000 Stunden CS auf der Uhr haben und wir 150 und dann ist genau das, was du und was René gerade sagt, diese Automatismen. Also der eine Account hat nur 150 Stunden auf der Uhr. Ja, Smurf. Smurf. Komisch. Smurf. Ja, damit senden wir morgen nicht direkt live. Also wir spielen ja morgen nicht. Aber wir sind Freitag für euch nochmal da, 2 Stunden und zeigen euch die Highlights aus den Games. Vielleicht zocken wir auch ein paar Runden, wer Bock hat, der wer da ist. Ab 17 Uhr sitzen wir hier und gucken nochmal, wer alles weitergekommen ist. Ihr könnt natürlich jederzeit auf cme.gg, auf Turniere, Counter-Strike, EBTV-Turnier, dann auf das Bracket gucken, wer heute noch weitergekommen ist. Auf jeden Fall sind die Früchte und Milch weitergekommen. Technische Probleme incoming. Komisch. FD Sky kriegt gerade eine Klatsche gegen die Abgezwatschten. Evok ist natürlich weiter. Bambule gegen Team RZ, da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Und hier unten sind die Camel Sports, ist schon mal weiter. Und wie wir es uns auch gedacht haben, ja, Biker Mix und auch die Wise Wizards. Das sind die Favoriten im Moment in dem Turnier. Sind in 99 Damage recht weit oben gelistet, in der 2. Division auf Platz 2 sogar. Von denen werden wir auf jeden Fall noch sehr viel sehen, noch sehr spannendes, denke ich mal, am Ende. Ich bin gespannt, auf wen sie denn und vor allen Dingen wichtig natürlich, ganzen Samstag und Sonntag im Prinzip übertragen wir Counter-Strike. Ab 13 die Uhr. Achtelfinals, glaube ich, ab 13 Uhr am Samstag oder so, müsste man jetzt mal im Plan nachgucken, auf jeden Fall. Die wir haben eigentlich hier ganzen Samstag und Sonntag mit richtigen Caster. Mit richtigen Profi-Caster. Genau. Und René und mir. Wir haben Samstag ab 13 Uhr die Quarterfinals, ab 13.10 Uhr wird gespielt, also kommt der Invite und Sonntag haben wir ab 14.10 Uhr geht's dann los in die Semifinals und das Grand Final. Und da sind wir mal gespannt. Ich und Flo sitzen hier, der Cast ist hier und das wird geil. Also richtig geiles Counter-Strike-Wochenende hier auf Rocket League. Vor allem wird das richtiges, in Anführungszeichen, High-Level-Counter-Strike wahrscheinlich die Finals, oder? Hast du unser Counter-Strike-Gespräch erwähnt von Nils und mir? Welche? Ach ja, genau. Unterbrochen wird am Samstag die Übertragung von einer Stunde One-on-One
Ah. Counter-Strike. So eine Art Stunde, oder? Eine Art halbe Stunde. Ja. Wir haben einfach einen Terrorist und einen Anti-, also einen Counter-Terrorist einfach mal in eine Dialogsituation gebracht. Und was dabei rauskommt, seht ihr dann am Wochenende. Also wirklich die volle Ladung Counter-Strike. Und wir werden natürlich jetzt unseren Gegnern die Daumen drücken hier. Wie heißt der genau? Evoke hier bei mir nochmal. Kann man ja nochmal schauen. Ja, es wäre gut, wenn die jetzt das ganze Turnier Bildschirm gewinnen. Ja. Einfach damit wir, das sind die Jungs. Genau, von Evoke. Ich zeige mal ganz kurz hier. Die haben uns besiegt. Das Ehre, wem Ehre gebührt. Emperor J. The Lonicious. Adler. Und Stembis. Wir gucken natürlich, was ihr macht, weil es ist für uns natürlich geil, wenn wir gegen die Sieger verloren hätten. Richtig. Dann hätte man theoretisch auch Zweiter werden können. Das ist wie ein zweiter Platz, ja. Das ist wie ein zweiter Platz. Deswegen, wir drücken euch die Daumen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt super gespielt, ihr wart einfach eine Klasse besser und da ist man irgendwann an einem Punkt, da muss man einfach auch zugeben, okay, die waren besser und wir haben irgendwann dann auch gemerkt, dass sie besser sind und das hat sich dann auch. Das war eigentlich genau zeigt. Gespiegelt dann gerade von. Genau. Ja. Ja. Und zum Glück haben die sich nicht zu fünft auf den Brunnen gesetzt. Das wäre sehr unsympathisch. Das wäre sehr unsympathisch. Meinst du, das wär, ich hätte das witzig gefunden. Sehr witzig. Wenn du als Gegner, als letzter Gegner kommst, weißt du, letzte Runde, alle fünf stehen da auf dem Brunnen und warten auf dich und drehen sich. Und wir haben sie, wir hätten sie nicht erkannt, weil dieses dunkelblaue der CT ist auch so aus wie der Brunnen. Und als ob das eine Wasserfontäne wäre. Ja, das ist, wo sind sie denn jetzt? Also, ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Es ist jetzt 7:07, das heißt, die Regie kann auch pünktlich nach Hause und ihr könnt pünktlich ins Bett. Habt ein schönes Wochenende. Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch. Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Habt ein schönes Mittwochenende.